So, was geht ab, Leute? Gleich mal ein herzliches Dankeschön an Bea Krankenschwester für die Mitgliedschaft. Wir sind heute unterwegs auf Bahnhof, haben schon ein bisschen Gear, Snipers und so. Und so wie es aussieht, machen wir mal ein paar Quests als erstes. Wir sind ja auf so einem coolen Server mit Missionen und sonst Stuff. Muss man irgendwo in die Map Mitte laufen, glaube ich, zu einem Questgeber und dann muss man da so Sachen erledigen. Mal schauen. Muss man das Steak hier reindrücken, dann kann man los. Super. Ein Gewitter kommt auch gerade rein. In Real Life, aber wird schon passen. So, ich hoffe, ihr hört mich gut. Sagt mir ruhig, wenn irgendwas mit dem Sound oder so nicht passt. Also wenn irgendwas zu laut oder zu leise ist, einfach Bescheid sagen. Ich denke, die Bildqualität sollte hoffentlich passen. So richtig scharf bekommt man es irgendwie nicht hin. Es funktioniert einfach nicht im Stream. Aber gut, so. Ja, muss dann auch schnell noch meinen Stream schließen. Okay. Also, dann Richtung Mission oder wollen wir erstmal das Airfield abchecken? Ja, wir können jetzt Airfield abchecken und dann geht es bis zur Mission, oder? Okay, dann müssen wir nur kurz wieder herausfinden, wo es Airfield war. Ich glaube bergab, oder? Ja, ich glaube schon. Ich meine, wir wollten ein bisschen in den Wald, um uns auszudrücken, aber wir sind nicht sehr weit gelaufen. Ja. Checken wir mal die Lage. Meine AK hat genug Muni, 3 Mags, das passt. Ah, ich bin gar nicht warm gespielt. Ah, hier ist eine Straße. Laufen wir einfach mal in die Richtung. Irgendwo da wird das Airfield schon sein. Na gut, wenn das Bild passt, dann passt's ja. Also du leckst auch nur ein bisschen im Spiel, das geht, also ist nicht so wild. Ja, ich habe ein bisschen hohen Ping hier, das sollte ich vielleicht auch noch erwähnen. Spätestens wenn es zum PvP kommt, wird man es merken. Aber solange wir die Feinde zuerst sehen, ist das auch nicht weiter tragisch. Muss aufpassen, dass ich dich nicht verliere, du bist zu gut getarnt. Du auch, ich habe auch gerade nicht umgeschaut. Ja, ich sehe irgendwie noch kein Airfield, um ehrlich zu sein. Nee, ich auch nicht. Kommen so Wahrscheinlich laufen wir Steine, völlig in kleine die falsche Mauer. Richtung. Könnte. Hey, Bea Krankenschwester, was geht? Danke für die Mitgliedschaft, falls du es gerade vorhin noch nicht gehört hast. Du bist das allererste Mitglied in der Gang hier. Das sieht auch nicht aus wie ein Airfield, das sieht aus. Nee, nicht wirklich. Weiß ich Ich nicht. glaube, wir laufen einfach Wo sind Richtung wir? Quest-Typ, oder? Dann haben wir wenigstens die Ja. Entfernung oben rechts stehen. Also, da geht's weg von ihm. So, in die Hier geht's lang, Richtung. Richtung Osten. Ja. Hast du einen Kompass? Ach ja, stimmt, unten links hat man ja einen Kompass auf dem Server, genau. Da war ja was. Ist ein ziemlich cooler Server, Leute. DayZ for All heißt der. Hier gibt's viele coole Mods. Questsysteme, King of the Hill und so. Keine Raider. Bisschen Modkleidung, aber nicht übertrieben. Wir haben zum Beispiel noch keine Plattenträger gefunden. Was ist da? Jetzt, wo du das sagst, ich habe keinen Plattenträger. Naja, da habe ich mich doch letztens erst so drüber aufgeregt, dass wir einfach keinen Ja. Plattenträger kriegen. So das wichtigste Item einfach. Mal da links schauen, da sind ein paar Häuser, ist da irgendwas? Oh, da ist ein Zelt, schau mal, direkt neben uns ein aufgebautes. Habe ich auch gerade gesehen, so aus dem Augenwinkel. Lebt hier jemand? Warte mal, das ist doch kein normales Zelt. Ah, das ist kein aufgebautes, das gehört hier in die Map. Okay. Dachte ich schon, das wäre so ein cooles kleines Lager hier. Booty, okay. Hier liegt eine M70 Tundra. Eine Tundra?
Zufällig Lieblingssniper. Ich habe sogar Money dafür. Ja, habe ich. Achso, was? Okay, gut. Das kannst du halt einfach gegeben. Easy mitnehmen, weil ich noch einen dritten Waffenplatz frei habe. Ja. Der Ort heißt Booty, gefällt mir direkt. Yo, Manu, danke für die Mitgliedschaft. Und willkommen im Team. Nice. In der Gang, ich habe noch keinen Namen für uns, aber da fällt uns schon noch was ein. Reparier mal schnell die Knarre. Ja, wir nennen uns einfach The Boys. The Boys, gibt's noch nicht. So, Money habe ich auch. Nice. Eine Tundra, Alter. Du guckst immer so sporadisch, ne? So darf eine Session gerne anfangen. So, mein Tritt. Noch besser als eine Savanna, aber eine Tundra ist auch nice. Das Wasser sieht schon nice aus hier, ne? Voll bergwassermäßig, Quellwassermäßig. So, warte, ich muss kurz auf dem Desktop was machen. Ja, kein Stress. Ein bisschen umschauen, hier gibt's Bären, habe ich gehört. Also heute müssen wir auf jeden Fall ein paar Leute abknallen. Steht so auf der Liste. Das letzte Mal haben wir den ganzen Shit gelootet. Er hat hier sogar eine SVD am Start. Ja, Mann. Das schreit nach Mörderkommando. Richtig schon die Leute wegsnipen, Alter. Ja. Okay, es funktioniert gerade nicht. Dann ist erstmal egal. Abbrechen. Sieht aus, als ob man hier gut baden könnte. Ready oder was? Yep. Osten ist da. Osten, ja. Danke, Manu, danke. Dann hoffen wir mal, dass der Stream auch mega wird. Ich hab schon zu Tarani gerade eben gesagt, nicht, dass wir in den ersten 5 Minuten verrecken. Wäre ein bisschen cringe. Ja, aber die Sache ist die, in DayZ weiß man es nie, ne? Es kann halt passieren. Ist so. Wir können jetzt an einem Baum vorbeirennen und Typ drin sitzen und der knallt uns halt von hinten ab. Man weiß es nie. Ja. Okay, wir müssen bis jetzt gerade ein bisschen Speedy Gonzales, aber das passt schon. Ja, wir müssen ein bisschen mehr in die Richtung drücken. Bambi Killer, ja, nee. Wir sind zum Glück schon relativ weit weg vom Spawn. Also Bambis treffen wir hier normalerweise nicht mehr. Yo, Uwe, danke für die 5,99. Was geht ab bei euch, Leute? Schaut mich nicht zu, ich werde ganz verlegen. Bist du noch Jungfrau, was Donations angeht? Ach, sowas von. Wann kriegt man mal was gespendet im Leben? Ich habe einmal, da war ich noch auf Twitch, 50 Euro bekommen. Und hier habe ich auch mal was bekommen, ne? Das ist mir auch mal 2 Euro oder so gespendet. Ja, saugeil, Leute. Vielen Dank. Vielen herzlichen Dank. Also da Bunker vor uns. Bunker, ja. Glaube ich. Ja. Wir müssen ein bisschen Ausschau halten. Es gibt auch abgestürzte Flugzeuge und so, ne? Schön die Augen offen halten hier. Ne, es wird ja angekündigt mit dem Funkspruch, meine ich, oder? War das nicht so? Ja, kann sein. Ich weiß es nicht. Es gibt irgendwas mit dem Funkspruch, aber kann halt sein, dass es auch so wie sowas wie Helicrashs einfach sind, die auf random einfach irgendwo runterkommen. Hier ist eine Base drin im Bunker. Okay, Waffe zum Anschlag. Ich sehe da drin niemanden. Ein Fenster ist noch offen. Muss aufpassen wegen Minen. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ist es nicht. Ich bin nicht der größte Fan von Twitch irgendwie. Ich auch nicht, das bin ich ja jetzt hier. Ich find's nicht so cool, wie die ihre Streamer behandeln und auch die Streamqualität ist einfach nur kacke. Ich stream hier jetzt gerade mit 30.000 KB, also Bitrate, ne? Und auf Twitch hat man höchstens 6.000 oder so, damit kann man keine gute Bildqualität bekommen.
Nicht in DayZ, bei einfacheren Games geht's, aber in DayZ nicht wirklich. Ja, ich kann den PC nur jedem empfehlen. Oh ja, ich weiß. Richtung 300 ziemlich genau, war. Ja. Ich habe eben schon kurz gedacht, ich hätte was gehört, aber ich war mir nicht sicher. Aber ich wollte so an meine Ohren einfach vertrauen, habe ich, glaube ich. Ja, Salani Eisenohr. Ist so. 15 Minuten Restart, GG. Ah, es war gerade vorhin doch kein Neustart übrigens. Ich hatte nur zu hohen Ping oder so, keine Ahnung. Bin ich reingekommen. Ich habe damals eine Weile auf Twitch gestreamt, aber nicht DayZ. Das waren so meine Anfänge in dem Bereich. Hat mir ehrlich gesagt nicht so viel Spaß gemacht auf Twitch. Hatte auch ein bisschen Probleme mit Stream-Snipern und so. Aber über Twitch haben wir uns kennengelernt. Bei Star Citizen. Ja, das stimmt. Wohl wahr, wohl wahr. Okay, das Gebiet hier ist beansprucht. Jam. Ist irgendwo eine Base. Die Augen offen halten. Wir wollen nicht aus dem Nichts abgeknallt werden im Wald. Ja, das ist so. Das letzte Mal, als ich auf Bahnhof gespielt habe, habe ich einfach ein UFO gesehen. Das war cool. Kamera ausgemacht, dann mach das Licht aus, dann sehe ich mehr so. What's up? Es war relativ weit weg, ne? Ah ja, dürften an die 2 Kilometer oder so gewesen sein, schätze ich. Hab's gar nicht gehört, weil ich gerade gelabert habe. Klassiker. Könnte eh schwer werden, hier was zu finden mit den ganzen hohen Bäumen. Ja. Hatten wir ja letztens erst. Links ist eine Straße. Wir müssen dann mal irgendwann schauen, wenn wir einen Orientierungspunkt finden, dass wir mal eben auf die Map schauen, wo wir überhaupt sind. Ja, auf jeden Fall. Na, irgendwann in Zukunft werden wir auch mal so ein bisschen Community-Streams und so machen. Oha. Läuft direkt vor uns. Hast du was geschalldämpftes? Nein, das habe ich noch nicht geschossen. Alter, er fliegt auf mich zu. Komm her, ich messer dich. Das müsste der einzige Wolf gewesen sein. Einsamer Wolf quasi, okay. Ja. Ich schaff's nicht zu messern. Weißt du was, ich knall ihn ab. Ich will sich nicht messern lassen. Jetzt müssen wir ein bisschen aufpassen wegen dem Crash. Nicht, dass da andere Leute gerade hinlaufen. Könnte. Ich habe jetzt auch gar nicht geschaut, wie viele auf dem Server sind. Jetzt nicht so viele, glaube ich. An die 30 Leute oder so, glaube ich. Geht. Wir sind doch gerade straight zurückgelaufen. Rechts von uns ist der Hang. Ah. Sieht man schon irgendwas Raufsäulenmäßiges? Nee, nicht gut, ganz hier ist ein Pfad übrigens. Unglaublich, wie schwer man dich sieht, hey. Ich muss schon genau hinschauen, dass ich dich erkenne. Sehr gut, das heißt, das müssen andere auch müssen. Ah. Hier ist die Straße, die du erwähnt hast. Lass mal hier ein bisschen den Hang ausnutzen, rechts, oder? Ja, hier geht's hier nach... Welchen Hang? Ah ja, hier links geht's eh bergab, genau. Weißt du, was ich letztens mir überlegt habe, was ich so ein bisschen vermisse? Was denn? So ein bisschen dieses Bandit Hero System, was es in der DayZ Mod eine Weile gab. Bandit Hero System. Ach so, dass du dich quasi entwickelst, je nachdem, was du machst. Richtig. Wenn du schaltest zum Beispiel Skins frei, wenn du Leute tötest, also Spieler tötest. Und wenn du Leute tötest, die viele Spieler getötet haben, kriegst du auch dann entsprechende Skins. Ja, das ist ganz cool. Das fand ich damals echt cool. Ich weiß gerade nicht mehr wirklich, wo du bist. Ich bin gleich bei der offenen Wiese. Und ich bin oben am Hang. Rechts von der Straße.
Achso, oh, ich bin schon weiter Richtung 300 gelaufen. Das Wetter ist nicht gerade optimal, um was in der Ferne zu erkennen. Ich bin jetzt, komm jetzt auf die offene Wiese. Ja, dann sollten wir uns gleich sehen. Ich laufe da am Waldrand dran. Bist du im Bauwagen, am Bauwagen? Nee, ich sehe keinen Bauwagen. Fuck. Also ich bin in Richtung 300 weiter über die Straße schon drüber, ne? Achso, ja dann. Ah, lauf einfach mal Richtung 300, da kommt dann eine Wiese. Da warte ich auf dich. Ah, ich sehe keine Rauchsäule soweit. Mhm. 10 Minuten ist Server-Neustart. Haben wir dasselbe Thema wie letztens. Wir suchen direkt vorm Server-Neustart einen Heli. Ist so. Funktioniert immer so gut. Ey, da ist die offene Wiese, die du meintest, denke ich mal. Okay, dann stehen wir jetzt quasi nebeneinander und sehen uns nicht. Nee, ich schweine jetzt gerade darauf zu. Achso, gut. Kurz mal Ausdauer. Nee, ich sehe keine Rauchsäule. Wir müssen noch ein gutes Stück weiter wahrscheinlich. Also ich bin jetzt am Rand des Waldes. Ich laufe mal auf die offene Wiese zu dem nächsten Waldstück rüber, dann siehst du mich ja gleich, schätze ich. Ja. Bin auf der offenen 300. Wiese. Wo ist er? Wo versteckt er sich? Da hinten, oder? Ja, ich sehe dich. Wo denn? Du bist locker 200 Meter von mir entfernt. Okay. Guck mal Richtung Nordwest. Nordwest? Darüber? Siehst du mich echt nicht? Ja, es ist Nord, ja. Holy shit, okay. So schnell geht's, ne? So gute Tarnung, dass man seine eigenen Leute nicht mehr findet. Hey, jetzt laufen wir wieder voll von der Mission weg. Ich weiß nicht, vielleicht sollten wir uns nach dem Neustart mal einigen, was wir machen wollen. Erst zur Mission oder erst irgendwas anderes. Ja, der Heli ist dann ja wahrscheinlich weg, oder? Ja, ich weiß nicht, also ich habe schon erlebt, dass die Helis nach dem Neustart noch da waren, aber keine Ahnung. Vielleicht ist das so serverbedingt oder so. Ich sehe dich nicht mehr. Ich bin hinter das nächste Waldstück, also hinter den kleinen Reifen. Okay. Ah, ich sehe dich da hinten. Ich komme jetzt einmal zu dir. Ja, besser ist es. Vorne sehe ich einen Funkturm. So einen Eiffelturm mäßig in Richtung West. Schön auf der offenen Wiese rumlaufen. Ist immer das Beste, was man machen kann. Ja. Hey, da kommt er. Ich sollte mal was trinken nebenbei. Ein bisschen am Verdürsten hier. Kollege von mir spielt Terraria, Alter. Ich hätte auch mal wieder Bock. Terraria. Schön, diese krasse Mod, Alter. Calamity Mod, ansonsten ist es zu einfach. Wer im Chat spielt Terraria, wer kennt's überhaupt? Ich bin schon immer gefragt, was für Leute finden Terraria geil? Nee, Spaß. Ist eigentlich ganz, ganz gutes Spiel. Ja, es ist halt. Das ist halt nicht für jeden was, diese Pixel-Grafik. Ja. Darüber könnte ich noch hinwegsehen, aber so, das ist so schwer. Schwer, findest du? Ja, irgendwie schon. Also vor allem in diesen Höhlen bin ich immer so oft gestorben, es hat mir ein bisschen die Motivation genommen. Ach so, ja, das, am Anfang ist es relativ schwer, aber wenn du erstmal drin bist, ist es halt richtig geil. Vor allem, wenn du Calamity-Mod spielst, die hat halt noch wesentlich mehr Bosse, wesentlich mehr Monster, Events, alles mögliche. Vor uns ist eine große Stadt. Da ist ein fetter Turm unter den Bäumen. Ich hatte gerade den Eindruck, dass sich auf 239 was bewegt hat, aber das könnte auch nur ein Baum gewesen sein. Mal schnell runter von der offenen Fläche, würde ich sagen. Ja. Müssen wir bald eigentlich den Heli sehen. Das hat die Frage, ob es ein Heli war oder ein Flugzeug oder so und ob es dann genauso eine Rauchsäule gibt wie sonst. Weiß ich nicht. Mhm. Also hier könnte sich schon was bewegen, ne? Wie gesagt, eine große Stadt. Ja. Übrigens, wenn wir Fahrzeuge haben, ich habe mir mal die QA durchgelesen von dem Server, müssen wir die mit dem Tarnnetz überdecken, sonst werden die respawned. Ah, okay. Gut zu wissen. Ja. Ja, ich habe mal so, wenn du zum Beispiel deine Leiche, dein Bodybag, ne? Der bleibt, wenn ein Spieler in der Nähe ist, eine Stunde liegen.
Wenn kein Spieler in der Nähe ist, sind es glaube ich 15 Minuten nur. Ah. Die spawnt alles mega schnell, wenn niemand in der Nähe ist. Zombies und so auch. Die spawnen direkt, wenn keiner mehr da ist. Ja. Ziemlich blöd, finde ich. Wäre schon cool, wenn die Spieler ein bisschen Spuren hinterlassen würden. Langfristiger ja, wenigstens. Ja. Server-Neustart oder so. So ein Skelett oder so, keine Ahnung. Ah, irgendwas. Aber das wäre ja auch performance-technisch dann kacke irgendwie, glaube ich. Ja, ich meine, heutzutage, Alter. Und können sie mit Performance nicht mehr wirklich sich rausreden. Naja, wir reden von Bohemia Interactive, also. Aha. Aber links auf der Wiese liegt irgendwas. Also hinter der zweiten Baumreihe. Ja, da ist es. Ja. Was ist es? Nee, ist so ein Baum. Wir könnten mal schauen, ob wir hier ein Ortsschild sehen. Wir sind gerade an einem vorbeigerannt, ich hab's mir aber nicht gemerkt. Oh, hier ist auch noch eine Straße, da gibt's bestimmt auch noch eins. Ah, da vorne ist eins, ich schau mal schnell. Mhm. Motesice oder sowas in der Art. Motesice. Lass mir da mal auf die Map schauen. Naja, lass mal Richtung den Turm da laufen, oder? Keine Ahnung. Irgendwo müssen dann, wir Leute finden. Und dann müssen wir eh den Server-Neustart mal abwarten, das sollte ja gleich sein. Ja. Und danach haben wir dann 4 Stunden Ruhe, hoffe ich mal, was angeht. Minuten. Also bisher merke ich nicht, dass ich einen 300er Ping habe, ich sag's dir. Ich meine, ja klar, wenn ich Waffe wechsle. Ich sehe es bei dir auch ab und zu. Aber so jetzt selbst merke ich es nicht wirklich. Jo Uwe, gute Nacht, schlaf gut. Danke fürs Reinschauen. Danke für die Spende. Bis zum nächsten Mal. Rechts ist ein Wolf. Der dackelt also einsam und alleine rum. Als ob nichts an. Es sind 2. Die schauen in unsere Richtung, die kommen bestimmt gleich. Jetzt hört man sie. Schnell weg. Ich will nicht noch mehr Munition verschwenden für die scheiß Wölfe. Ja. Die kommen aber schon. Die sind ganz schön schnell. Ah, shit. Na gut. Dann mache ich es mit der Sniper, glaube ich. Geschalldämpft. Okay, so viel dazu. Einen hab ich. Holy shit, ist die SVD laut. Ja, Mann. Das war ein sauberer Schuss, Alter. Normalerweise ziemlich wie ein Backstein. Na, die SVD, mit der kann man schon gut abgehen. Da kommen die anderen. Sagt man Schalli, beschädigt. Okay, schnell weg hier. Was sind denn das für krasse Steine hier? Ist hier irgendwas? Moin V8YQ. Sorry, deinen Namen kann ich nicht aussprechen, falls das irgendwas bedeutet. Warte mal, ist das hier die Militär? Oh, schau mal hier unten im Loch. Oha, da wollen wir nicht runterfallen. Nee. Aber ich würde da, würd da gerne runter. Ich glaube von dem Turm aus da drüben kommen wir da eventuell runter, das ist bestimmt eine Höhle oder so. Dann gehen wir mal hin. Lass mal abchecken. Ups, da war neue Stadt. Ach, Reset. Ich dachte gerade wieder Mega-Lag oder so. Okay, hau ich mal dabei einen AFK-Screen rein, bis gleich, Leute.
Anwendungs-Audio-Ausgang-Aufnahme. So Leute, ich bin wieder drin, Talani ist auch gleich wieder da. Macht nur ein bisschen Organisatorisches. Hallo Samir, hallo der Pit, was geht Leute? Lang nichts gehört, Samir. Okay. Für alle, die gerade neu dazugekommen sind, wir haben ja gerade so ein Loch entdeckt und da wollen wir jetzt mal reinsteigen. Jetzt habe ich es halt im Spiel. Ich hatte die Audioaufnahmequelle vergessen. Sehr gut. Ist doch immer gut, wenn wir schon was vom Spiel hören, oder? Ja, unten sind Gebäude. Steht ein LKW, ist aber nur ein Wrack. Ich muss niesen. Nies mal. Ich denke, wir kommen hier schon rein, wir müssen nur von außen ran. Wir dürfen nicht über die Felsen ran, ist zu gefährlich. Werden wir nur. Oha, es ist so steil und so hoch. Ah, unten. Oh, oh, oh. Ah, ich hab mir das Bein gebrochen. Bin mir was los. Ich bin voll über die Kante gelauncht. Oh, shit. Jupp, nice, nice. Hast du Schmerzmittel oder so? Morphin, irgendwas? Sonst bin ich jetzt echt langsam. Gucken. Kannst du mir eine Schiene bauen direkt vielleicht? Oh, ich bin schon wieder wach. Ja, animiert. Ah, danke. Ja, die Kante habe ich nicht kommen sehen. Okay, du musst mir die Schiene bauen, sonst werde ich gleich wieder bewusstlos. Ja. Holy shit. zwei kleine Stöcke und zwei Stofffetzen. Ich habe Stofffetzen hier, wenn du mir Stöcke bringst, mache ich's. Oh Mann, hey, yep. Das musst du jetzt wieder sein. Dafür lasse ich mal kurz meine M16 bei dir liegen. Jo, der Hunter, danke dir. Ja, schon. Beinbruch hatte ich schon eine Weile nicht mehr, aber kommt manchmal vorher. Kleine Stücke, Alter, da muss ich erstmal einen Busch finden, der das macht. Das ist schon ein. Hier ist einer, ja. Das war ein verdammt hoher Sprung, ich habe sogar ein bisschen Schiss gehabt, dass ich jetzt sterbe. Das war das viel Brennholz. Höher als gedacht. Weißt du was, ich nehme einfach dabei die Sniper in die Hand und tu so, als ob ich nützlich wäre. Ist so. Hier, langer Stock. Reicht, ne? Einer. Ja, einen langen brauchen wir, genau. Ja, brauchen wir nicht, Rest habe ich. Unten ist ein fetter Bauernhof oder so. Aber keine Bewegung weit und breit. Da fällt er einfach runter, ey. Ist das nicht normalerweise mein Job? Ja, eigentlich schon. Aber sei froh, dass ich ins Loch gefallen bin. Das wäre noch schlimmer gewesen. So. Alter, der Baum hier hat voll die Hitbox, Alter. Ich komme hier gar nicht zum Baum hin. Ah, wird manchmal Schiene. Oh Mann, jetzt bin ich halt mega langsam unterwegs. Wie lange? Ich glaube 20 Minuten oder so. Behandeln und weiter geht's im Schneckentempo. Vielleicht finden wir ja Schmerzmittel irgendwo, das wäre cool. Du bist doch schon wieder am Fressen, oder? Nein, Quatsch. Okay. Alter, ich hab einen Morphininjektor. Oh, nice. Den würde ich mal für Notfall nehmen. Direkt rein. Nee, der hält nur eine Minute. Nee, ist gedroppt. Nicht viel, danke. Dann drücke ich mir, wenn jemand auf uns schießt oder so. Ja. Ich meine, wenn jemand auf mich schießt, bin ich wahrscheinlich tot, aber vielleicht habe ich ja die Zeit noch. Yo, Samir, reingehauen. Danke fürs Vorbeischauen. Ja. Hello, Frank the Line Montana. Cooler Name. Meinst du auf dem Turm liegt ein Sniper? Noch eine? Ja, so eine mehr geht schon noch, ich hab noch nicht genug Waffen. Yo, Nothing Angels. Der erste Stream, so ein kleiner technischer Test, ob alles funktioniert. Haben wir in Zukunft auf jeden Fall öfter gestreamt. Oha, ich sehe gerade, ich habe nur noch 26% Leben. Ich war fast draufgegangen. Alter, du bist One-Shot. Ja, schon.
Hier ist der Eingang zu der Höhle. Rein da, let's go. Denk dran, du bist ein bisschen schneller als ich gerade, ne? Auch wenn du nicht sprintest. Naja, ich mach den Spark. Meine Videos sind Eis. So cool, dass sie Eis sind. Danke dir. Hey. Schafft da drin, gibt's irgendwas? Ich meine, wenn ein Flugzeugwrack da drin liegt, muss es irgendwas geben, oder? Ich denke mal, sollte wäre irgendwie uncool, wenn nicht. Ich muss dir mal vorstellen, wie zielgenau der Bruchpilot war, dass er genau in das Loch eingeflogen ist. Ah, wir haben ja sogar die Nachtsichtgeräte, ne? Wir sind echt krank ausgestattet. Naja. Aber wir haben noch keine Nacht erlebt. Entfernungsmesser und alles. Nee, Nacht haben wir noch nicht erlebt. Alter, war es eine Höhle. Hier drin eine Base, oder? What the fuck? So richtig mit Aussichtsposten auf dem Felsen oben und so. Das wäre mega cool. Und eine Wasserquelle. Eine Wasserquelle gibt's auch, ja moin. Mhm. Hätte man alles, könnte man trinken, angeln. Ich glaube, das ist wirklich nur optisch hier. Liegt einfach nur ein Flügel drin. Wo ist der Rest? Da oben ist das hintere Teil. Irgendwo muss noch das Vorderteil sein, oder? Vielleicht nicht in der Höhle, sondern irgendwo außerhalb. Den habe ich bei The Forest auch nie gefunden. Hey, also ist hier nichts, hast du gesagt. Kommen wir auch nicht weiter hier. Nix. Ja. Sehr gut. Dann ist es einfach nur eine coole Base für eine Höhle. Eine Höhle für eine Base, meinst du? Coole Höhle für eine Base, genau. Ups. Ja, Nothing Angels, das kann ich absolut verstehen. Ich könnte das gerne nicht auf der Konsole spielen. Never ever. Nee. Ich halte es nicht lange ohne Mods aus. Ich habe ein Problem. Kann ich gleich. Ah, okay. Kannst du dich klettern? Ja, ich bin oben hochgekommen. Ja, es ist absolut beschissen, dass einfach offiziell keine richtigen Updates für das Game kommen. Alle paar Monate kommt mal was, aber das ist so dermaßen ein Kleinkram. Hast du den neuen Bunker gesehen unter dem Airfield, den es jetzt gibt auf Morphe? Also auf Generous? Nee. Da haben sie einen neuen Bunker angeteasert und so, mit so einem kryptischen Teaser-Video. Und was war's, Alter? Ein Kellerraum haben sie reingemacht. Ein einziger Raum. Ganz kleiner Raum, mit Scheiß aus. DG, also. Ja, richtig DayZ, das ist so eine richtige Metapher schon fast. Die denken sich einfach, warum sollten wir was tun, wenn es Modder gibt, oder? Die machen es gratis. Ist so. Aber für Konsolenspieler halt schon echt scheiße. Für die kommt da gar nichts. Nächste Woche kommt da den News, ja, also Modding Support für DayZ ist jetzt eingestellt. Ja. Dann ist das Game in der Woche tot, sag ich dir. Ja, ist so. Mein Offi geht ja, schon mal, ne? Ich ganz schön nichts. Ich spiele relativ gerne auf dem Offi, aber halt nicht dauerhaft. Auf Dauer ist es so langweilig, ja. Und nervig vor allem. Im Süden ist ein Dorf. Süd-Südost. Ja, also die Mission mit den abgestürzten Heli, den wir suchen, die haben wir schon aufgegeben, oder? Ja. Das finden wir nicht mehr. Das heißt, wir schauen jetzt mal oben rechts auf die Zahl, dass die kleiner wird und wandern einfach mal Richtung Mission. Egal was passiert, oder? Lass uns nicht ablenken. Auf jeden Fall, let's go. Ah, let's go. So nach Süden, ja. Warte mal, nach Süden? Hä? Sind wir komplett im Norden? Haben wir es irgendwie geschafft, ganz im Norden zu landen? Also normal? Richtung Süden geht die Zahl am schnellsten runter. Ja, normalerweise ist das Camp direkt in der Map Mitte, soweit ich weiß. Das heißt, wir müssen nördlich davon sein, wenn wir nach Süden gehen. Ja, oh, da komisch. Ist eine Stadt links. Wird die Stadt noch gleich geheißen, hast du sie gemerkt? Dann könnte ich mal die Map checken. Steht da einer? Nee, das ist eine Statue oder so. Holy shit, nimm das Mikrofon aus dem Mund. Wieso? Bisschen Angst, oder? Ja, wieder. Bisschen das Mikro ablutschen für die Zuschauer. Ja, das gute neue Mikro erstmal schön im Mund nehmen.
habe mich aber nur vorgebeugt, um meinen Bildschirm ja, besser zu betrachten. Kenn ich. Ich glaube, ich nehme mal die Sniper in die Hand, die ist wahrscheinlich ein bisschen sicherer auf dem offenen Feld. Ich mache es immer davon abhängig, was ich in der Hand habe, wie weit meine Sichtachse ist. Hey, meinst du, dass da drüben ist ein Krankenhaus, was da kommt? Das erste große Gebäude in der Stadt? Könnte eins sein, oder? So ein großes. Meinst du? Vielleicht, also es gibt ja die großen Krankenhäuser hier, glaube ich, noch, oder? Ja, können wir schauen. Vielleicht finden wir Schmerzmittel, das wäre nicht schlecht, dann könnte ich ein bisschen schneller walken. Der Turm da hinten grinst mich so an. Warte da oben, ist ein richtig fetter Sniper. Das allererste ist ein Wohnhaus. Ja, ne, links, da ist so ein grauer Bunker. Könnte ein Bürogebäude sein oder ein Krankenhaus, die sehen irgendwie genau. Ne, das ist ein Krankenhaus, ja. Oh, nice. Katapan. A plane crashed in the surrounding of Katapan, King of the Hill Mission. Ja. Die Musik. Ich find's mega inszeniert, Alter. Find ich richtig cool. Ah, ist nicht schlecht. Wenn das jetzt noch auf die Funkgeräte legen würden, wäre es noch geiler. Aber letztes Mal haben wir uns doch drüber lustig gemacht, dass kein Ort da steht beim King of the Hill. Diesmal stand da einer. Ja. Vielleicht war es ein Bug oder so. So, wo bist du? Da bist du. Ich lauf irgendwo durch den Waldstreifen hier. Ja, ich bin vor dir. Das ist eine ganz schön große Stadt, wenn es hier so einen fetten Tower gibt. Ja, rechts davon ist nur ein Schulgebäude. Ja, das Dorf geht links auch noch weiter. So langsam. Bis ich da vorne angekommen bin, ist bestimmt die Zeit um und mein Bein ist geheilt. Gehen wir über Feld oder über Bäume? Ja, wir gehen übers Feld, ich meine. Wie du immer so schön sagst, was soll schon passieren, oder? Ist so, was soll passieren? Auffällig ist unauffällig, das muss man immer bedenken. Vor allem, wenn man gehbehindert ist, wie ich. Ist so. Ich war ja noch gar nicht beim Camp auf dem Server, unvollständig. Beim Camp ja, ich auch nicht. Halt die erste Mission dahin laufen, ne? Ja. Aber ist halt direkt vom Start aus ziemlich weit, deswegen muss man sich schon ein bisschen vorbereiten, dass man da hinkommt. Ist so. Kannst du schon mal anfangen zu looten da vorne. Bis ich da bin, hast du bestimmt ein paar Schmerztabletten für mich. Ich guck gerade ein bisschen ab. In Codein oder so. Okay, dann mach ich mal ein paar Meter hier. Ich würde auch einen Magic Mushroom nehmen. Irgendwas, das ballert. Ja. Ich habe eine SVD, die ballert. Ja. Würde ich auch mal kosten. Richtig krasser Wortwitz. Ja, richtig schön langsam unterwegs, das macht doch Spaß. Könnte sein, dass hier eine Base ist, da ist eine Metallwand im Krankenhaus. Bitte nicht. Oh ne, das ist einfach nur ganz schön verfallen. Hier durchgucken. Da vorne ist auch eine ziemlich fette Mauer Richtung Stadtzentrum. Könnte wieder so ein Camp sein. Ja. So, bisher ist hier ja, alles. Das ist eine Quarantänezone, das Krankenhaus, Alter. Hier liegen Leichen. Aber so Deko-Leichen. Mhm. Naja, alles also richtig schön inszeniert hier. Auf Bahnhof, auf dem Bahnhof ist hier alles richtig schön angerichtet. Ja, ist schon so. Schöner PC mit einer einigermaßen stabilen Grafikkarte und man hat Spaß. Bin schon lange vom Konsolentrip weg. Ja, Mann, Konsole. Ich hatte eine Xbox 360, das war meine einzige Konsole. Davor nur eine PlayStation 2 und 1. Hatte alle also PlayStations bis zur 4er. Aber die 4er hat mich dann schon nur noch enttäuscht, eigentlich. Ja. Ich habe ein Magazin für die Diegel im Krankenhaus. Jo, du sollst Schmerzmittel suchen. Ich sag ja, Alter, 4 bis 9 Milligramm Blei lösen jedes Problem. Ja. Vielleicht bin ich wieder geheilt, dann ist alles wieder in Ordnung, dann brauche ich deine Medizin nicht.
Keine Zombies soweit, ha? Huh? Ich hab da ganz hinten welche gesehen, aber. Bisher nix. Bist du beim Krankenhaus? Ja. Die Tür da vorne ist offen bei dem großen Turm oben. Okay. Weiß nicht, ob das was zu bedeuten hat. Ich auch nicht, aber ich sehe hier kein Medi-Loot. Kein Medi-Loot? Fuck. Ich könnte mal zu diesen fetten Mauern da vorne gehen. Ich wollte sagen, die Stadt sieht irgendwie sehr militarisiert aus, sehr befestigt. Ja, ja, vielleicht gibt's hier gelbe Zelte, ey, das wäre gut. Das war auch mein Gedanke, ja. Findet man den meisten Stuff. Ja, eine 3060 reicht auf jeden Fall für DayZ. Die 60er Modelle sind in der Regel immer eher die schwächeren, aber wie gesagt, eine 3060 reicht auf jeden Fall. Ich komme vorne raus, hab dein Gang. Ja, ich bin auf der Straße. DayZ ist inzwischen relativ gut optimiert, läuft recht flüssig, auch mit schlechteren Grafikkarten. Ich seh dich nicht. Ich bin hinter dem LKW, was geht? Ah, da, okay. Ja. Ja, das ist das nächste Thema, dass man immer Vollpreis zahlen muss auf der Konsole. Auch uncool. Steam ist schon ein Gottesgeschenk. So. Jeder, der den CEO von Steam kennt, der weiß, wie Gott aussieht. Wer ihn kennt, findet es bestimmt witzig, weil er schon ein sexy Typ ist. Ist das eine Base, Alter? Nee, das ist sowas wie so ein Survivor Camp, so Alexandria-mäßig, oder? Schätze ich mal. Scheiße, Castel Pani. Du lagst gerade voll bei mir. Geht da immer noch? Ja, jupp. Oh, jetzt hast du dich vorgeportet. Das ist eine Base. Oha, ist halt echt eine Base. Oha, what the fuck, die größte Base. Die Plätze laufen sie da rum, Kappa. Da hängt ein Zettel an der Tür. Wie die Plebs laufen sie da rum, Kappa. Echt jetzt? Ja. Das ist Alter. Wohl die größte Base aller Zeiten, ha? Huh? Oh, Helicrash. Oh, was? Helicrash im Südosten. 130, 140 vielleicht? Ja, lass hingehen. Der ist ziemlich nah, den finden wir. Liegt auf dem Weg. Unbedingt die Linie halten, die Gradzahl halten, sonst verlieren wir uns im Wald. So groß ist die Stadt nicht mal, ne? Krass, dass die da so einen fetten Turm hat. Hm? Ich guck mal hier auf dem Weg durch die Häuser, vielleicht finden wir noch was Wichtiges für dich. Ein bisschen Medikamente oder so, aber glaube ich eher nicht, wa? Ja. Du machst was 140, ne? Ah, irgendwie so 140, 130 so der Dreh. War relativ nah, den sollten wir auf jeden Fall finden. Oh, mein Beinbruch ist weg. Wir können wieder Turbo machen. Sehr gut, let's go. Was sagt dein Leben? Rechts sind Zombies, 50%. Gut genug, um keinen Schuss zu überleben. Ja. Maximal Two-Tap. Sobald jemand auf mich schießt, bin ich auf jeden Fall bewusstlos. Was denn? Ah ne, okay, es sind keine Zelte. Ich dachte, da wären gelbe Zelte. Ja, ein bisschen Medizin wäre mal nicht schlecht. Wir haben halt gar nichts irgendwie, ne? Ne, überhaupt nichts. Oder wir haben gerade so Verbände. Ja, wir haben nur Military Loot, sonst nix. Ja, für jeden, der sich wundert, wir haben beim letzten Mal das Airfield hier gelootet in völliger Seelenruhe und ganz alleine. Und so sind wir dann da rausgekommen mit einem Haufen Waffen geleased auf und so. Warte mal, ich hab jetzt schon wieder die Richtung verloren. Wie lang müssen wir? Links ist nicht gut, oder? Elch. Dann Elch, ja. Ah, hier ist nicht so viel Wald. Hier finden wir das Ding. Bin guter Dinge, dass wir das Ding finden können. Zickzack laufen auf der Wiese. Ja, ich drücke gerade ein Steak. Oh, könnte ich auch mal tun, ne? Ich bin auch schon wieder im roten Bereich. Mal so ein Ding reinatmen hier.
coole Gegend, das kommt mir voll unbekannt vor. Das Krasse auf Bahnhof, ich sag die ganze Zeit fast aus Versehen Bahnhof. Das Krasse auf Bahnhof ist, dass man echt teilweise keine Leute sieht, ne? Weil die Map so groß ist, ja, und so viel Wald. Wenn man Action will, muss man in die Hauptstadt runtergehen, da findet man immer jemanden. Ich laufe auch immer unregelmäßig zickzack, dass da kein Muster ist, dass die Leute nicht sich einpendeln können. Sehr ausgefuchst von dir. Ne, richtig krass, Alter. Ich bin ein richtiger Veteran. Elf in den Chat. Kenobi captured. Ah, das ist jetzt offen, okay. Also erstmal hast du Zeit zum Hinkommen und dann kannst du capturen. Na, mal schauen, ob wir sowas mal zufällig finden. Müssen wir uns dann auf jeden Fall gönnen, da gibt's in der Regel den High-End-Stuff bei King of the Hill. Ja. Ich sehe immer keinen. Mega cool, dass der Server lauter solche Mods hat, aber kein Trader. Das ist echt cool. Ja, ja, ey, diese Trader-Server sind so zum Kotzen. Je nachdem, was man halt sucht, ne? Wenn man jetzt echt nur Geballer und so sucht, dann ja, kann man machen. Aber ich bin auch gar kein Fan von den unendlich vielen verschiedenen Waffen und Rüstungen und so. Ja, ich weiß das am meisten. Ich mag da ein bisschen Auswahl. Ja, ein bisschen, aber nicht so übertrieben, weißt du? Ja. Mal Daumen drücken, dass wir jetzt einen Plattenträger bekommen beim Heli. Wäre ja, ganz cool, oder vielleicht sogar zwei. Wahrscheinlich eh nicht. Damit wir noch weniger Auswahl haben. Ja, geht ja. Ist fast noch voll, obwohl wir so viel tragen. Also das ist nicht so schlimm auf dem Server zum Glück. Vor uns ist ein Hangar. Wir sind auch beim Airfield oder so. Und ich sehe die Rauchsäule. Davon ist auch die Rauch. Okay, wir sind im heißen Gebiet quasi. Das ist interessant, Alter. Wir sollten erstmal abspähen, nicht direkt zum Loot rennen. Hey, du bist da drüben. Wollen wir ins Gefängnis erstmal belagern? Gefängnis ist kacke, da kann man nicht wirklich rausschauen, oder? Ich weiß es nicht genau. Oben vielleicht auf der Rückseite. Rechts war was. Hat sich angeguckt ein Fahrzeug. Auf 215. Okay. Dann müssen wir schauen, dass die nicht einfach zum Heli hinrasen oder so. Oder lass mal dahin laufen, wo das Geräusch war. Mal schauen, vielleicht haben die da geparkt. Gar nichts gehört, um ehrlich zu sein. Ich hab's nur ganz kurz gehört. Man hört es nicht besonders weit, also es muss dann ziemlich nah sein. Ja. Geh einfach rein. Aufpassen wegen Zombies, wir wollen nichts triggern. Vorne ist ein Wrack, das ist kein fahrbares. Bisher sehe ich nichts und höre ich nichts. Beim Heli sehe ich soweit auch nichts. Ist ein bisschen verdeckt die Sicht. Wo genau bist du? Nee. Ich bin rechts von dir im Busch. Ah, okay, ich sehe dich. Okay. Ich sehe einen Zombie auf dem Rollfeld. Ich würde, glaube ich, mal rechts rum quasi weiter ins Airfield rein. So in die Richtung. Da wo du hinrennst, aber das Geräusch. Ja, bisschen umrunden, bisschen schauen. Links, hinter der Mauer. Schritte. War aber nur eine Person. Ich halte mir die Lücke in den Blick. Welche? Da sind zwei, rechts ist auch eine bei der Ecke. Bei dem verrosteten Aufbau. Ja, ich gehe noch ein bisschen weiter rechts rum. Ja. Hast du Schritte gehört hinter der Mauer? Ja, bei der grauen Halle, zwischen grauer Halle und Mauer. Ah, okay. Geh mal ein bisschen auf dieses Hügelding hier und schau, ob ich irgendwas sehe. Drück mir die Daumen, dass ich nicht gleich weggeknallt werde.
sehe jetzt gerade niemanden bei der Halle. Hinter uns, hinter uns. Wo wir herkommen? Da wurden gerade Buschgeräusche immer lauter. Zombie ist hier in der Wiese. 320. 320, okay. Hier steht auf jeden Fall ein Zombie neben uns rum, das ist gefährlich. Bin jetzt an der Mauer. Ja, ich guck gerade noch, ob ich jemanden sehe, aber im besten Fall war es einfach nur der Busch, der einfach so immer ein bisschen lauter geworden ist. Ich bin auf jeden Fall hier an keiner guten Position, ich verziehe mich mehr in deine Richtung. Ich bin überlegen, ob wir in die Mauer rein sollten, eigentlich schon. Hier ist nicht sehr sicher. Ja. Aber wenn da drin jemand rumrennt, ist da auch nicht so sicher. Ja, das bist du, oder? Ja, ja, ich bin an der Mauer. Lass mal hier weiter so rechts rumgehen, noch nicht zum Heli, ist zu gefährlich noch. Ja, ich habe noch mal kurz hier die Richtung abgespäht, da ist aber nichts. Hast du schon so viele Sachen gehört? Also ich habe mindestens zwei Leute gehört. Okay. Einer hinter mir, einer vor mir. Der hinter mir könnte aber der Busch gewesen sein, der einfach so eine Soundeffekt hat. Ich schau mal, ob ich hier vorne einen Blick auf den Heli bekomme. Ich laufe gerade Richtung Heli bisschen, hinter der Mauer. Ja, ich bin in der Mauer. Da sind Türen offen, bei den Halbrunden. Okay. ATC und Feuerwehrtower sind gefährlich. Rechts. Im Südost sind die. Ja, also hier, wo ich jetzt bin, ist soweit sicher anscheinend. Einer von uns beiden muss da dann hin. Ja, da mache ich das eben. Ich bin, glaube ich, näher. Ja, cool, wenn ich vorher noch eine gute Deckungsposi bekomme, aber irgendwie nicht so recht. Ja. Ich check nur kurz die Halle, dass ich hier keinen im Rücken habe. Okay, sieht sauber aus. Habe ich einen Helm eigentlich? Ja, habe ich. Und auf jeden Fall Zombies zwischen uns und dem Heli. Ich glaube, ich sehe einen Plattenträger, warte. Ja, Plattenweste. Easy. Versuch's leise zu machen. Am besten Stealth Kill, wenn's geht. Scheiß auf das Stiegel-Magazin. Nimm doch das da rein, Mensch. So. Ja, mit dem. Bei dem Plattenträger bin ich jetzt halt prädestiniert dazu vorzugehen, ne? Schon. ganz abgesehen von meinen Lebenspunkten. Ah, ich bin bei 67 momentan. Ich gehe jetzt zu dem zivilen Zombie auf dem Rollfeld. Hier bei mir, wenn du bei mir rumgehst, rechts rum quasi, könntest du die Zombies auslassen, by the way. Könntest du einfach stehen lassen, die auf dem Rollfeld, weil das ist schon ein bisschen gefährlich, die jetzt zu Stealth killen. Aber der war. Dabei wirst du auf jeden Fall weggesniped. Siehst du mich? Bin hinter dir, direkt hinter dir. Ah, sehr gut. Frage, gehe ich mit dran? Wahrscheinlich besser, wenn du mich deckst, oder? Kann ich halt nicht so gut decken von hier aus. Ich habe nicht so gute Sicht, ich sehe nicht mal ein Heli. Ich könnte so ein bisschen die Ablenkung machen. Ich mache mal ein bisschen Ablenkung, ich renne rechts aufs Feld. Ja, ich rieche mal. In der kleinen Halbrunden. Ja. Ich check erstmal hier mit dem Visier die Büsche rundherum. Ob ich nicht jemanden sehe. Ich denke jetzt nicht, dass sich irgendjemand direkt zum Heli setzt. Ich weiß nicht, ob jemand so verrückt ist. Okay, ich check mal kurz. Da liegt ein Rucksack. Ne, das ist so eine Fliegerkappe. Da liegt ein dicker, ein richtig dicker Rucksack liegt da. Das ist einer von diesen mit Stangen, weißt du? So ein Waffenpack oder so, oder? Zombie. Das ist ein Zombie, den muss ich machen, glaube ich. Sonst deckt er mich auf. Aber nicht schießen, wenn du schießt, komm alle. Nee, ich schieß nicht. Ja, ich lauf mal weiter. Im Kreis um dich rum. Sieht bisher friedlich aus hier. Das ist kein Anzeichen. Was da vorne bist du? Warte ich mal. Rucksack. Der hat mich gerade ins Gras gelegt. Ah, dann bist du. Jeder Feldrucksack.
Versuch dich ein bisschen zu beeilen. Nimm einfach den Rucksack und hau alles rein und dann weg da. Ja. Nimm ihn einfach in die Hand. Ich weiß nicht, ob ich den einen Zombie links noch wegmachen muss. Der guckt. Notfalls ran mit dem Zombie einfach nach rechts weg, also die entgegengesetzte Richtung, von der wir kommen. Ich schau hier mal kurz. Also vorgebeugt, jetzt direkt an mein Mikro. Passt schon, manchmal muss man sich ein bisschen konzentrieren, ne? Gibt schon ein paar gute Camper-Posis hier, wir müssen uns echt ein bisschen beeilen. Ja, ich beeile mich jetzt. Also ich bin gerade Richtung Ost, ne? Wenn du nach Osten läufst von dir aus, kommst du zu mir. Ich laufe jetzt hier einfach rum und stecke alles ein, was ich krieg. Ja. Hey, ich muss gefasst sein, dass ich gleich loskämpfen muss. Ich hab heute noch nicht gekämpft, Daisy. Ich bin eigentlich noch nicht warm. Normal sollte man immer erstmal auf so einen Deathmatch-Server oder so gehen, um sich ein bisschen warm zu spielen. Okay, ich habe alles Interessante aufgesammelt und tschüss. Ab nach Osten. Wo lang? Osten. Osten. Nach Ost, Nordost, dann kommst du zu mir an die Mauer. Ich stehe an der Mauer und warte hier auf dich. Yep. Nur immer schön in Bewegung bleiben. Man möchte keinen Headshot kassieren. Ich bin jetzt bei den Röhren, die da liegen. Ah ja. Da bist du, okay. Einfach weiter. Kommt man da raus bei dir? Ich guck mal. Nein. Okay, dann in die Richtung weiter. Weil so laufen wir auch gleich Richtung Questgeber, das passt. Gab's eigentlich irgendwas Gutes oder nur Trash? Ich habe jetzt nicht genau geguckt, ich steck's, hab's da eingesteckt. Okay. Vorne steht eine zivile Maschine. Hm. Ah, Mann. Hier geht's raus. Kurz ein bisschen in den Busch und kurz mal durchchecken, was es sogar ab. Lass ein paar Meter weiter gehen, nicht dass uns jemand verfolgt. Ja. Immer ein bisschen auf den Rücken achten. Ja. Vor allem, wenn man in einer Gruppe spielt, wird man immer ein bisschen unvorsichtig. Ja, richtig. So, hier ist jetzt relativ offenes Feld. Ja, links rum. So, ein bisschen hier zwischen die Bäume. Okay. Wachst du dich da rein oder rennen wir weiter? Ja, ja. Okay. Siehst du mich noch? Ne, ah doch, ja, ich seh dich. Okay, ich. Bei den Rucksack. So, es gab eine Bison, also Müll, mit dem Visier allerdings. Eine Bison mit dem Visier, es sei ein Shinigami. Eine Bison habe ich ein Merkmal. Hast du ein gescheites Visier? Für meine SVD ist das vielleicht, warte mal. Für die AK könnte ich einen Scope brauchen, wenn es ein Rotpunkt ist. Alles andere nicht. Wenn ich das jetzt. Ja, dann schnapp dir mal das Rotpunkt, was ich hier reingetan habe. Den Rucksack, das ist eine Ad-Hoc. Achso, nee, das kann ich nicht drauf tun, dafür bräuchte ich eine Schiene. Okay. SVD-Mag. Siehst du ja. SVD-Mag für dich. Ansonsten, ja, Trash, Mosin Money. Was ist das? Shroud Hot. Eine Kapuze oder so. Muss ich wieder aufhaben, glaube ich. Ja, mal kurz die Magazine leeren. Okay. Dann wäre ich bereit, weiter zu wandern, wenn du soweit bist. Yep, gleich. Das kann da bleiben. Das FSD-Magazin, mal nachladen. Im Server wäre es sogar ziemlich cool, eine Base zu bauen. Ja. Gibt's ein paar coole Mods dafür. Was ist jetzt? Das würde ich noch gerne wissen, was diese Shroud Hood ist. Tauscht wohl den Helm aus? Nee. Ach, guck mal, sowas ist das. Ah, okay. Ich hab einfach jetzt. Das sieht scheiße aus. Kein Gesicht mehr. Ja. Okay. Ah. Jetzt habe ich schon meine SVD auch ein gescheites Visier, Alter. Sehr gut. Wo ich dann Elkbock nicht schlecht finde, weil man damit ein bisschen schneller schießen kann. Hast du das mitgenommen? Nee, hab ich nicht. Brauche ich nicht. Na, egal, jetzt ist weg. Egal. Ja, ja. Wenn du so einen Sniper benutzen willst, dann passt ein Sniper-Scope natürlich auch, ne? Ja.
So, wir laufen Richtung Mission, sehr gut. Mal auf die Map schauen. Finde ich den Flugplatz noch? Wo war der noch gleich? Hier. Ne, das ist er nicht, das war ein anderes Airfield, nicht dieses Alisa. Irgendein anderes war das jetzt. Was ist das hier oben? Ne, das kann es nicht gewesen sein. Ne, ehrlich gesagt kein Plan. Ah doch, hier. Ja, voll, das ist er. Wir sind ganz oben links auf der Map quasi. Oh, okay. Ja stimmt, wir sind da ganz im Westen entlang gelaufen, erinnerst du dich? Irgendwas war da. Ja. Sehr gut, dann haben wir auch einen Plattenträger, das war ja so das Ziel, mehr oder weniger. Jupp. Wie, was sagt dein Leben? 82. Okay, gut. Könnten wir mal was reinsnacken. Kochen müssen wir demnächst mal. Ja, Topf ist makellos. Oh, ich glaube einer auch. Ich hab noch 6 Steaks oder so, oder 5, irgendwie sowas. Also ich hab noch einen gebraten, das ist 2. Ah, ich hab nur noch rohe jetzt dann. Ich glaube, wenn wir jetzt zum Questgeber gehen und die erste Mission machen, dann bekommen wir, glaube ich, ein komplettes Place Starter Kit. Also nicht, nice. Nicht komplett, aber so, weißt schon, den größten Teil bekommt man. Damit könnten wir uns vielleicht ein Zuhause bauen, oder? Irgendwo ein kleines Lager. Ja. Eine kleine Zuflucht. Ich möchte unbedingt ein Labor einrichten. Auf dem Server gibt es Mods, womit man ein Labor einrichten kann, um eine Heilung für die Zombie-Krankheit zu finden. Nice. Das ist mega cool. So, ich habe kurz mal meine Magazine nachgeladen. Jetzt habe ich 20 Schuss VSD ready. Nice, nice. Aber wenn du mehr als 10 Schuss mit der SVD brauchst, dann ist bist so. Du wahrscheinlich tot. Vor uns kommt ein Militärturm. Ah, ich bin links von dir. Ja, ich luck's gerade mal ein bisschen, das ist nur ein ganz kleiner Komplex. Wenn wir einfach rein checken. Ich dachte kurz, da steht ein Fahrbereiter, haben wir, aber das ist nur ein Frack. Leider. Ich weiß noch, bei der Daisy Mod bin ich beim Humvee M2 rumgefahren oder mit der schönen schweren Maschine rum drauf. Hast du Kilometer weit gehört? Naja, bei sie jetzt hört man die Fahrzeuge fast gar nicht mehr. Sind super leise. Du bist links von mir irgendwo, ne? Ja, ich sehe dich da drüben. Ja. Ich bin rechts von dir in dem Streifen. Na gut. Ja, ich sehe dich. Kann einer mal den Tower looten, der andere gibt Deckung, ich gebe Deckung. Hast du Platz zum Looten? Okay. Ja, ein bisschen. Okay. Ja, falls irgendwas Großes gibt, komme ich einfach. Ja. Ich mache mal eben ein bisschen Platz. Ist sein Nachtisch, sonst gibt's keinen Schnitzel. Nee, andersrum. Okay, sieht soweit alles sauber aus. Sehr gut. Ja, alles gut. Näher ich mich auch langsam mit an, dass ich nicht zu weit weg bin. Yep. Ja, drücken wir uns Schnitzel auf den Weg rein. Klopf mal rein, das Schnitzel. Ich habe jetzt eine schöne Westentasche voll mit rohen Schnitzeln. Schützen sich bestimmt, wenn jemand schießt. Ist so, Alter. Warte mal, du hast einen Plattenträger? Ich habe Taschen für einen Plattenträger einstecken. Ich habe Taschen an einem Plattenträger dran. Ah, so ich einer. Ich habe direkt den Jackpot gekriegt. So einer, also. Okay, ich check mal direkt zum Turm. Vielleicht ist da ein Plattenträger für mich. Ja. Ich fühle mich einfach mega nackt ohne Plattenträger in der See. Ich kann es verstehen. Ach, und X, okay.
So, ich bin jetzt gleich beim Turm. Im Turm könnte man übrigens kochen. Ich weiß nur nicht, ob das der schlauste Move ist. Alles nicht, halt freistehen und alles, ne? Ja, nee, wir kochen hier nicht. War nur ein bisschen scherzhaft gemeint. Und dann ein Messerchen nehme ich. Ist das hier? Yo, Allah ist klein. Was geht ab? Mir geht's gut, wie geht's selbst? Oh, ich hab für dich gefunden einen Halfter für deine Weste. Kannst die Pistole reinschieben? Hab ich auch schon dran. Hör doch auf. Ich hab die ganzen Aufsätze, aber die blöde Weste nicht. Okay, der Komplex ist sauber. Das ist hier beim Humvee. Liegt noch eine marklose FX45 rum, wenn du willst. Nee, ich hab schon eine Glock ohne Merk. Aber warte mal, ich hab irgendeinen Merk. KAS? Ja, KS? Nee. Trash, alter Trash. Sowas kommt mir nicht ins Haus. Wenn dann eine richtige AK. Gut, dann weiter nach Osten. Jawohl. Bei den nächsten Häusern können wir nochmal kochen, würde ich sagen. Schön gemütlich. Kleines Päuschen. Liegt am Plan. Soweit eher ein entspanntes Abenteuer hier. Aber ist auf Bahnhof auf jeden einfach Fall, immer ja. So irgendwie. Links sind Gebäude auf 57, oder? Oder täuscht das? Ich glaube, da ist noch ein Weg, der bergauf führt, oder? Nee, da ist doch. Da ist eine Struktur. Okay, dann gehen wir da mal hin. Sieht aus dem Bauernhof oder so. Ja. Brauch übrigens auch nur eine Gasflasche und hätten wir auch einen Gaskocher, ne? Kann nice. Ich auch alles einstecken. Die Struktur sind Felsen. Oh, okay. Aber das hier ist doch kein Felsen, was ich da sehe. Oh doch, ist echt ein Felsen. Aber in dem Felsen ist was, oder? Ja. Echt? Ich weiß es nicht. Da ist eine anschauen. Struktur, hinterm Felsen. Hab ich gerade wieder Wölfe gehört? Ich glaube, ich habe schon wieder Wölfe gehört. Ich habe nichts gehört. Ja. Da ist auf jeden Fall eine Stadt. Jupp. Ziemlich groß, ey. Würde ich gleich mal über die Wiese kreuzen, oder? Dass wir es nicht in der Nähe der Stadt machen müssen. Packen wir erstmal den Felsen da und dann schauen wir zur Stadt oder so. Ist da jetzt was oder nicht? Ich sehe nur Felsen. Ich will jetzt erstmal straight ein. Ich sehe nur noch Büsche nur. Ich sehe immer noch versperrter Blick. Ja doch, da ist schon irgendwie so eine Art Betonmauer oder so. Ja, irgendwas ist das. Ich glaube ein Staudamm oder so vielleicht, sowas in der Art. Maybe. Also ein gebrochener Damm, könnte sein, ja. Ah, es ist ein Kanal, ist oder? Stimmt, ja. Aber wo kommt der Kanal bitte her? Was ist da oben wohl? Das sind auch Gebäude und so eine Aufschüttung. Hier ist eine richtig coole Brücke, da könnte man sich eine geile Brückenbase bauen. Schaut dir das an, wie hoch die ja, Brücke ist. Oder da vorne im Abflussrohr leben. Die Map ist einfach so cool, ich kann immer nur schwärmen davon. So geile Locations. So, suchen wir uns ein Haus zum Kochen oder was? Nehme ich gleich ein paar Äste mit. Jawohl. Einmal ein Ast sollte eigentlich reichen, oder? Feuerzeug haben wir, schätze ich mal. Oder nicht? Mhm. Ich glaube, ich hatte eins, oder?
Ah, ich hab Streichhölzer. In der Hütte kann man nicht kochen, wir brauchen eine andere. In der kleinen, da wird es gehen. Guck mal, ob ich eine zweistöckige finde. Ah, wir sollten nicht direkt am Stadtrand kochen. War auch für dich. Ja. Da drin was? Dachte, ich habe gerade eventuelle Schritte im Haus gehört. Ich bin jetzt mal die Tür auf. Hier hoch. Na, naja, sauber. Okay. Strange. Ja, auf mein Gehör kannst du dich nicht mehr verlassen. Ich hatte vor kurzem fast eine Trommelfellentzündung oder sowas oder Mittelohrentzündung und seitdem, keine Ahnung, fühlt sich so an, als ob ich einen leichten Druck auf dem Ohr hätte. Vielleicht sollte ich mal zum Ohrenarzt gehen. Vielleicht, aber auch nicht. Immer eine Maßnahme. Aber weißt schon, zum Arzt gehen? Cool. Klingt nach Arbeit. Das, was vor uns kann man nehmen. Ja. Das Wasser gefunden. Zombie links. Oh. Ja, nehmen wir das einfach. Wird schon passen. Check mal kurz die Surroundings hier. Liegt ein Haufen Stuff drin. Eine Brille. Eine Munitionskiste für die Car. Ah, die haben wir ja nicht mehr. Okay, falls du einen Dietrich hast, kannst du zusperren. Hab ich nicht. Wach, wie kannst du nur? So, ein bisschen Papier. Dann gibt's erstmal ein gemütliches Lagerfeuer. Schade, dass man die Stühle nicht benutzen kann in DayZ, das wäre cool. Würde ich mich schon reinlömmeln. Dann kriegst du wenigstens im Sitz deinen Headshot. Ah, schon. So. Mein Topf ist drauf. Ist das alles? Hatte ich gerade mal. Hier ist mein anderes Fleisch, oder? Ja. Warum trage ich 9x39 mit mir rum? Was will ich mit dem Schrott? Keine Ahnung. Okay. Würde mir niemals einfallen, so eine S-File zu spielen. Das hier ist so eine Situation, wo zwei gegierte Dudes wie wir einfach mal aus dem Nichts verrecken. Ja, ist so. Oder immer so unverhofft. Schon ein paar Mal erlebt. Achtest du ein bisschen aufs Fleisch oder soll ich? Ja, ich lieg davor. Loot has been spawned. Hat mal jemand gemacht, den King of the Hell, was geht? Nice. Yo, Raps, was geht? Okay, ist zu, eigentlich sollte ich mich hier hinsetzen, wenn jemand kommt, sitze ich einfach so da. Komm bloß rein. Maschine wie Spülmaschine, ja, genau. Ja, wenn du hier kochst, gehe ich mal nach draußen und check ein bisschen die Lage von außen. Ist ein bisschen sicherer, wenn wir nicht beide beim Feuer sind. Mach das mal. Gehe ich nämlich ein Haus weiter, daran denkt nämlich nie jemand, Leute, durch 17. Wenn man zu zweit ist am Kochen, einfach ein Haus weiter platzieren zum Aufpassen. Kein Schwanz schaut auf irgendwas anderes als das Haus, wo der Rauch rauskommt.
faszinierend, wie ich es auf dem Server nicht schaffe, über 50% Wasser zu kommen. Ich mach's einfach nicht. Ich meine, ich könnte einfach mal trinken, ne? Kann's tun, aber ich mach's halt nicht. Bin einfach gerne durstig. Hier ein Repeater. Was war das noch? Ah, eine coole Schiebermütze. Die Ruine da drüben sieht nett aus. Feuer in mehreren Häusern wäre natürlich auch eine Maßnahme. Das ist natürlich Genius, Alter. Big Brain Move. Oh fuck, ich hab einen Zombie getriggert. Hier kommt man doch irgendwie nach oben, ne? Ich glaube, hier kann man so ein bisschen klettern. Ungefähr so. Oder hier so. So. Muss man hier so ein bisschen rumtun. Jawohl. Und schon kann man campen. Wie der größte Camper. Achtet auch nicht wirklich jemand drauf auf die Dächer. Yo Raps, danke dir. Freut mich echt mega euer Feedback. Ihr könnt ihr gar nicht glauben. Hätte ich nie erwartet, dass ich so schnell Leute finde, die meinen Scheiß mögen. Und ich bin richtig glücklich, dass es DayZ ist. Dass das meine Content-Schiene ist, wirklich. DayZ ist halt ein Spiel, das man auch echt immer spielen kann, ne? Ab und zu fuckt's mal ein bisschen ab oder so, aber in der Regel geht DayZ immer. Bisschen eng hier, kann ich hier vielleicht irgendwie... Okay, bisschen eng und glitchy. Hier ist das perfekte Loch, da würde ich rausschießen. Ja, funktioniert. Wenn ich hier das Fleisch mache, sortiere ich mein Inventar. Ich habe zwei Päckchen GR-Slugs dabei, ich brauche kein Schwein. Ja, der weg mit dem Schrott. Ja, Raps, jeder war mal ein Anfänger, ne? Noch kein Meister vom Himmel gefallen. Und ich bin jetzt auch nicht gerade der beste Spieler, aber drauf geschissen. Und ich habe schon ein paar Stündchen in dem Game, also theoretisch könnte ich vielleicht schon besser sein, als ich bin. Aus. Oh, ich brauch hier. Wie viel Fleisch hast du noch übrig? Zwei Stück. Ja, nimm die einfach roh mit, oder? Reicht dabei? Nee, vier Stück. Hier, fuck. Okay, muss ich mal schauen, ob ich hier runterkomme, ohne den Zombie da zu triggern. Bring ich dir mal schnell ein bisschen Holz. Zombie, wo bist du? Da draußen steht er ran. Ich könnte ihn töten, aber ich mach's mal nicht. Wir wollen ja keine Spuren hinterlassen. Ja. Oh, wo ist hier der nächste Busch? Oh, die werden jetzt nicht mehr gekocht, weil das Wasser leer ist, sondern die werden gebraten. Oh, direkt neben uns ist eine Base, by the way, in der Garage. Oh. Eine Baby-Base. Eintürer. Guck, ob es noch geht. Da ist schon wieder ein Heli-Crash, Mann. Ja, ich auch. Aber wir scheißen jetzt mal auf die Helis und holen uns die Mission. Ja. Wir müssen mal ein bisschen eine Richtung reinbringen in das Abenteuer hier. Statt ständig im Kreis zu rennen. Zwei Stück Scheiß drauf, die nehme ich jetzt so mit. Habe ich umsonst einen Stock geholt? Okay. Völlig umsonst. Das ist die Stockhuhe. Okay, dann weiter looten brauchen wir nicht, oder? Erstmal Fleisch einstecken, oder? Achso, ja. Könnte man tun. Aha, okay. Wir brauchen definitiv nicht noch mehr. Das nee, reicht, wir haben genug. Reicht für die nächsten Jahre. Okay, ich habe eingesteckt, was ich anstecken kann. Ja, das würde ich jetzt auch tun. Nein, das wollte ich nicht einstecken. Das ist hin. Da. Weg mit. Ja, ja, die Atmosphäre in DayZ ist teilweise halt echt saugut, ne? Je nachdem, wo man spielt. Auf dem Offi jetzt nicht so sehr, finde ich.
Aber wenn man jetzt zum Beispiel auf irgendeinem Server ist oder auf irgendeiner Map mit Bunker und Mutanten und so, dann kann das Game richtig übel sein, atmosphärisch gesehen. Kennst du das, wenn du nicht weißt, wie deine Hand hinlegen sollst? Ah, kann ich. Ich habe mir eine neue Pose angeboten, so richtig gerade. Ich versuche einen richtig geraden Winkel zu halten. Dann kann ich irgendwie am besten schießen, auch wenn sich's. Wenn ich drüber nachdenke, fühlt sich's unbequem an, aber wenn ich schießen muss, ist es so perfekt. Ich sitze sogar mal schief im Stuhl, weil mein Körper das gewohnt ist, oder? Jetzt ultra aufrecht. Heli crasht direkt in unsere Richtung. Nicht weit weg, den haben wir uns. Direkt Richtung 50 sowas. Oh ja, der ist ja direkt vor uns. Der ist direkt hinter dem Wald. Also mal checken, wie viel Platz ich habe. Ja, ich könnte noch ein bisschen was holen. Ja, für den Zuschauer ist es entspannt, wenn man selbst spielt. Also ich hatte in letzter Zeit so ein paar Server, wo es schon ein bisschen anstrengend war, ne? Wo man quasi dauerhaft unter Strom war und dann bist du nach so einer 3-4 Stunden Session schon ganz schön K.O., weil du ständig so Acht geben musst und so. Und nie in die Ruhe bekommst. Oder wenn mir einer in den Rucksack schießt, ne? Ich habe eine Claymore im Rucksack. Nice. An die müssen wir unbedingt denken, wenn sich eine Situation ergibt. Ja. Ich habe auch Rauch und Blendgranaten. Lichtgranaten? Nee, ich habe nicht mal eine Weste. Ich hab halt nicht mal irgendeine Weste, ne? Nicht mal eine Überwurfweste oder so, ich hab gar nichts. Richtiger Noob. Musst auch erstmal schaffen, so auszusehen, aber keine Weste zu haben. Ein bisschen aufpassen, nicht, dass jemand jetzt auch aus der Stadt zum Heli rennt und die uns in den Rücken fallen. Ja. Wo bist du schon wieder? Wie kann ich dich andauernd aus den Augen verlieren, Alter? Sprintest Komm, du? Ich hab jetzt kurz. Ja, ich sprinte jetzt wieder. Also, sag mal am besten Bescheid, wenn du sitzen bleibst, sonst laufe ich dir davon. Ja. Ah, ich seh dich, ja. Ich bin nicht sitzen geblieben, ich bin langsam gelaufen. Achso. Hab doch schnell Platz gemacht, weil ich wieder schnell Sachen einstecken muss. Besser ist es. Ist es ja wieder so convenient, leg einen Rucksack rum, den ich einfach aufheben kann. Ja, ist fast immer so, Rucksack, Weste, irgendwas, einfach schnell in die Hand nehmen, alles gekrallt und weg. Sollte nicht länger als 5 Sekunden dauern am besten. Ich muss dir vorstellen, wenn du den Heli campen willst, ne? Wenn da jemand rumtut ewig lang, dann ist er ein easy kill. Wenn jemand in 5 Sekunden rein und raus geht, nicht mehr ganz so leicht. Ja. Autos? Ja, ich bin auch kein großer Autofan in DayZ. Vor allem, wenn es zu PvP kommt, du bist halt zu ziemlich sicher 99% tot, wenn du einem Spieler entgegenfährst oder so. Ja. Kannst nichts dagegen tun. Wenn wenigstens Beifahrer aus dem Auto schießen könnten oder so, wäre es wenigstens irgendeine Verteidigung. Aber nee, man muss erstmal das Auto zum Stehen bekommen, dann muss man die Tür öffnen und dann muss man noch aussteigen und das alles dauert ewig lange. In der Zeit kriegst du schon 10 Headshots. Hab selbst schon einen Haufen Typen gekillt im Auto. Ich weiß, wie leicht es ist. Hey, da hinten unten endet der Wald, da ist dann der Heli wahrscheinlich. Ja. Vermutlich. Wahrscheinlich sind wir wieder ein bisschen weiter weg, als wir denken, wie immer. Aber hier werden wir ihn auf jeden Fall sehen. Alter, coole Aussicht, gefällt mir. Dort ist ein Krankenhaus, ein alleinstehendes. Ah, das kenne ich. Da habe ich in meinem anderen Bahnhof-Video einen Dude gekillt. Das war auch auf dem Server hier. Ja, der Heli ist vor uns. 100 Meter. Ah, rechts oder was? Direkt unten an der Waldkante. Ah, okay. Entweder bin ich blind, weil ich sehe den Rauch noch nicht. Auf 29. Ja, von deiner Pose siehst du den Rauch nicht. Na, mit Claymores kann man allgemein Spaß haben. Ob von der anderen Seite jemand kommt? Ah, da bist du. Ich dachte, du bist einfach mal verschwunden, so aus dem Nichts. Okay, es ist auf jeden Fall ein Fluss zwischen uns und dem anderen potenziellen Ankömmling. So. Ja. Ich geh einfach mal hin und guck, was abgeht. Ja, eine geile Pose, ich such mir eine Sniper-Pose und deck dich. Ja.
Okay, ich muss besser an den Waldrand runter, sonst sehe ich nichts. C1 Zombie. Geh ein bisschen nach links. Zwei Zombies, ja. Sag, wenn du mich deckst. Ich hab den Heli im Auge. Deckung steht. Okay. Mehr oder weniger. Ja, ja, also Bahnhof sollte es auf jeden Fall mal ausprobieren. Das ist eine Must-Play-Map. Jeder, ja. Jeder, der es noch nicht gespielt hat, probiert es unbedingt aus. Es ist viel besser als Generals. Es ist quasi. Ziemlich jede Map ist besser als Generals. Ja. Also es ist quasi fast dasselbe wie Generals, nur in gut, könnte man sagen. Okay, könnte sein, dass ich gleich gegen einen Zombie kämpfen muss, wenn er mich sieht. Oh, das ist so gefährlich, was du da machst, Alter. Ja, ich muss. Ich weiß schon, dass nicht anders geht, aber es ist so gefährlich, holy shit. Ah, der hat mich entdeckt, ja. Egal, Ruhe bewahren. An Heli kannst du dich ranschleichen, die anderen sollten dich normalerweise nicht sehen, schätze ich. Könnte den rechts neben dir ausschalten, wenn er dich sehen sollte. Alles gut. Ledersäsack schnappen, Alter. Verdammt, das brauchen wir nicht. Groß. Warte mal, da war ein Magazin. Mitnehmen. Rotpunkt mitnehmen. Rune auch. Ja, okay. Nice, nice. Was für eine NX? Oder die normale? AUR. Okay. Jemand hat mich gesehen. Zombie hat mich gesehen. Hm. Die lasse ich liegen. Da liegt auch ein Gilly vorne am Heli. Zombie Musi 9130. Zombies bei dir, Vorsicht. Ach, Kaka 2 haben mich gesehen. Nimm Mosin? Ja, komm mir entgegen. Nimm Mosin bei dem Heli, Alter. Was soll denn der Shit? Hey, es war mal ein heftiger Lag. Ich wollte mein Messer ziehen und es hat einfach ewig gedauert. Okay, mit dem Ping kann ich's vergessen. Alter, ich treffe ihn heute überhaupt nicht. Schau dir an, wie ich ihn nicht treffe. Ich treffe. Jetzt hat. Hey, du Sack. Okay, ist tot, sehr gut. Hey, weg hier. Na, die Idee. Wollen wir den Rest liegen lassen, ja? Oh, die Aug ist scheiße. Die hat keinen. Okay. Kannst du das Scope nicht wechseln, die gefällt mir nicht. Ich meine, sie ist an sich schon gut, wenn du nichts Besseres hast. Kann man sie spielen. Aber wir haben was Besseres. Ah, ich mag das Scope nicht wirklich von der Aug. Das ist zwar echt besser als gar keins, aber. Ja. Ich hab ne AK. Damit bin ich zufrieden. Echt krass, wie viele von euch im Chat DayZ auf der Konsole spielen und es unbedingt auf dem PC spielen wollen. Verblüffend. Ja, so ein Computer ist halt auch nicht mehr eben gekauft, ne? Ja, ja, schon, schon. Aber man hört echt immer dieselbe Story. Die Leute kaufen sich eine Konsole und sind ein, zwei Jahre danach einfach nur noch enttäuscht und würden so gerne einen PC haben. Irgendwas ist vor uns auf dem Feld. Eine Ziege, eine liegende Ziege. Liegt? Mähdrescher. Tot, oder? Ja. Nee, nee, die pennt nur. ist auch ein Mähdrescher. Da steht ein Mähdrescher. Naja, hab ich schon gesehen. Die Gegend ist mega cool. Ich glaube, hier in der Gegend könnte ich mir eine Base vorstellen, quasi so westlich vom Händler. Mhm. Fällt mir und mega viele Helicrafts, was auch gut ist. Na, ja, Computer ist einfach das Beste. Jeder, der was anderes sagt, hat noch nicht auf dem Computer gespielt, ganz ehrlich. Wenn ich schon immer höre, die Konsolenspieler, wenn sie Games mit 30 Frames spielen. Ich würde nie in meinem Leben irgendein Game mit 30 Frames spielen, never ever. Das kann ich nicht mal, da krieg ich Kopfweh. Ohne jetzt arrogant klingen zu wollen, aber ist halt einfach so. Ist einfach die Wahrheit. Mit Sprite reinhauen. Hau dir mal eine Sprite rein, ich check ein bisschen da unten ab, ob sich was bewegt Richtung Heli und so. Sieht alles sauber aus bisher. Ich glaube, im Westen der Map treiben sich nur die wenigsten Leute rum. So ein bisschen am Arsch der Welt. Ja. Und der Heli-Loot ist bisher auch ziemlich enttäuschend, um ehrlich zu sein. Keine ja, Plattenträger, jetzt nicht so geil, ne? Keine High-End-Waffen. Eine Mosin und eine Aug sind so Sachen, die man auch woanders findet, easy.
Ja, ist so. Ich habe jetzt gerade vermutlich so 140 Frames oder so. Und damit bin ich schon zufrieden. Das darf schon gerne sehr, sehr flüssig sein. Umso flüssiger, umso besser. Aber 60 Frames ist schon Minimum. Ach ja, Leute, ich hab's schon zweimal gesagt, dass ich's ansagen wollte und hab's zweimal vergessen. Wenn ihr Talani seine Sicht sehen wollt, von dem Dude hier, er hat auch einen Stream offen, in der Beschreibung ist ein Link. Checkt mal bei ihm vorbei, lasst ein Abo da und so. Vielleicht bringen wir ihn ja auch dazu, ein bisschen geilen Content zu machen. Geht nicht? Achso, bei YouTube ist Abo ja was anderes. Kanal abonnieren, geht schon. Ja. Lasst ein Abo bei ihm da, soll auch mal ein bisschen Content ballern hier. Achso, wieder so Heuballen. Was meinst du mit das wird teuer? Nothing Angels, was genau wird teuer, wenn du Konsolen-Content machst? Na, du brauchst ja eine, wie heißt die? Elgato oder so? Was für ein Ding? Elgato ist, glaube ich, das Gerät, mit dem du richtig gut aufnehmen, dass du es brauchst, wenn du richtig aufnehmen willst mit OBS und so. Man kann heutzutage doch nicht standardmäßig gut aufnehmen auf einer Playstation, echt? Ich glaube nicht, bin mir nicht sicher. Zumindest die Board-Software ist nicht so der Hammer. Ja, ewig kann man echt nicht auf ein Game fahren, das stimmt schon. Ich spiele auch nicht nur DayZ, ich spiele immer mal wieder ein bisschen was anderes. Hauptsächlich Survival-Stuff, weil das einfach mein Ding ist. Aber ja, ab und zu meine Abwechslung darf schon sein. Ne? Am Sonntag kommt übrigens auch mein Scum-Video. Ich habe eine Umfrage gemacht, ob ihr da Bock drauf habt, und die war so eher gemischt, so 50-50, aber ich mache das Video einfach trotzdem. Ich habe das Video schon gemacht, es ist schon hochgeladen. Also kommt mal ein bisschen Scum und ich fand es ehrlich gesagt mega nice, hat Spaß gemacht. Guck mal, das ist eine Skipiste ohne Schnee. Da ist eine Base in der Schule. Oh ja. Das ist eine Russenfahne? Das ist eine französische Fahne. Oh ja. Ich hab nur grobe Farben gesehen von weit weg. Franzosen, von denen halten wir uns lieber weit fern. Von denen wollen wir nichts zu tun haben. Keine guten Erfahrungen gemacht mit Franzosen und Ego-Shooter spielen. Oder Ballergames allgemein. Ringolini. Das sind Italiener. Ja, die Games sind teuer, ist gemeint. Ja, gut. Ja, auf jeden Fall. Ich verstehe gar nicht, warum Konsolenhersteller nicht irgendwie mal so ein bisschen nachziehen. Weißt du, ich meine? Weil die merken ja, die Leute kaufen zwar ihre Konsolen, aber das Feedback im Allgemeinen so langfristig ist kein gutes. Wenn du die Verkaufszahlen vergleichst, wird mit Konsolen ein gutes Stück mehr Geld umgesetzt als mit PCs. Das ist crazy. Also es hängen schon noch sehr, sehr viele Leute auf Konsolen, muss man schon sagen. Und da läuft es halt nach dem Schema, wenn sie nicht besser werden müssen, warum sollten sie dann, ne? Warum? Ja, die Leute kaufen es ja. Das ist ja gerade die Schande. Ah, das ist so typische Thema. Ah, das typische Thema im Gaming-Bereich. Die Leute nehmen alles, was man ihnen hinwirft. Warum sollten die Entwickler und so sich dann noch anstrengen, ne? Wenn du es sowieso vorbestellst, wofür noch was tun? Naja, auf PC hast du es so viel einfacher. Du kannst ein Game, das vor einer Woche rauskam und sonst noch überall 60, 70 Flocken kostet, kannst du für 40 oder so dann schon kaufen. Wenn du dir einfach nur einen Key holst. Ein Plan, wie nachhaltig das ist in Richtung Entwickler, wie viele die dann vom Kuchen noch bekommen, aber ja, ist halt schon echt teuer, wenn man die ganze Zeit Vollpreis kauft. Also ich könnte es mir jetzt nicht leisten, ständig 70€ Games zu kaufen. Nee. Also das wird irgendwann ganz von automatisch in die Hose gehen, eben wie du gesagt hast, die Leute kaufen das billiger irgendwann und die Entwickler verdienen weniger Geld. Das ist so, wie es immer ist auf dem Markt, irgendwann kommt jemand, der den Kunden das gibt, was er will, ne? Wenn es die eine Branche nicht macht, dann, oder wenn es die eine Firma nicht macht, dann kommt halt die nächste und macht's. Und dann werden die halt das nächste große Ding. Hier Larian Studios, ne, Baldur's Gate, die haben es richtig gemacht. Die haben richtig lange entwickelt und haben einfach ein unfassbar gutes Spiel rausgebracht. Und das so gute Bewertungen hat, ja. Hat mal wieder gezeigt, dass es doch geht, ne?
Die AAA-Entwickler tun immer so, als ob es einfach nicht geht, aber es geht eigentlich schon. So, wenn ich mir Blizzard angucke mit Diablo 4, Alter. Oh, die Shit fangen gar nicht erst an. Blizzard hat Geld zum Arsch abwischen, ja, und bringen so einen Müll raus. Echt übel. Wo du nicht mal deinen Stash richtig verwalten kannst. Weil ja, es technisch nicht möglich wäre, angeblich. Die haben komplett die Bodenhaftung verloren. Bei denen geht gar nichts mehr. So, wir sind bald da, ne? 1,8 Kilometer noch. Und da vorne ist eine richtig fette Burg, Alter. Die sieht cool aus. Krass, dass wir noch keine Spieler gefunden haben. Ich fühle mich auch gerade, Alter. Weißt du? Wir sind so offen, so leichtsinnig. Ja, mal gucken, wenn ich jetzt umgezogen bin und meinen Internetanschluss habe, werde ich auch ein bisschen YouTube machen. Da habe ich meine Ruhe. Auf jeden Fall, Mann. Da kann ich in Ruhe schneiden, alles. Das macht mega Spaß, ist sehr erfüllend, finde ich. Das ist bisher das beste Hobby, das ich in meinem Leben gemacht habe. wir müssen uns ein bisschen südöstlich halten. Ja. Ja, Manu, aber ich glaube, das ist eher so der kleinste Teil, oder? Dass man auf der Konsole irgendwas gratis bekommt. Auch eher selten. Ja. Also, gerade so Gratis-Spiele und vor allem Exklusivtitel, die reißen es für mich jetzt nicht raus. Ne? Nee, die Exklusivtitel definitiv nicht mehr. Vor ein paar Jahren mal, ja, da waren die noch echt was Krasses. Ich meine, ich verstehe das mit der Konsole. Du setzt dich halt abends auf dein Sofa, chillst rum und kannst mit dem Controller zocken. Ich zocke auch gerne mit Controller. Aber der Computer ist halt so. Hat so wenig Grenzen, was du machen kannst. Na, also DayZ 2, das einzige, was ich weiß, ist, dass es in Armor Reforged schon eine DayZ Mod inzwischen gibt. Das haben manche Leute DayZ 2 genannt, aber das ist nicht wirklich DayZ 2, ne? Das ist einfach nur die DayZ Mod nachgearbeitet für Armor Reforged halt. Ja. Werde ich mal ausprobieren, oder? Hab ich schon mal ausprobiert, ja. Aber es ist inzwischen relativ gut mit Essen und Trinken und so schon. Vorher gab's ja quasi gar nichts. Nur rumrennen, looten und schießen. Jetzt inzwischen gibt's auch ein bisschen Survival. Gibt's wieder Chernarus, oder? Nee, nicht Chernarus, sind die neuen Armory Forger Maps werden da gespielt. Die sehen Bombe aus. Ich hab vor kurzem, diese Woche ein Video hochgeladen, kannst du mal anschauen. Die Grafik ist der Hammer. Im Video kommt es nicht ganz so krass rüber, aber wenn du selbst spielst, das Game hat so eine realistische Tiefe irgendwie. Die Welt kommt dir realistisch groß vor, weißt du, was ich meine? Ich hatte mir ein paar Tech-Previews angeguckt. Mhm. Ja, ist halt nur eine Demo, die waren ne? Schon ziemlich beeindruckend. Ich würde es nicht mal empfehlen, Armory Forger zu kaufen. Ist halt, wie gesagt, es ist nur eine Demo. Und wenn man wirklich ein Fan ist und die Entwickler unterstützen will, dann ja, aber ansonsten muss nicht sein. Also ich würde es feiern, wenn DayZ 2 kommt oder allgemein mal mehr Zombie-Survival-Games mit PvP und PvE. Weil irgendwie gibt es nur DayZ und Scum, ne? Alles andere sind nur Klone und Trash. Und da gibt es auch noch Rust und so, aber das kannst du nicht vergleichen. Das hat dann nicht mehr wirklich was mit Survival-Games zu tun. Rust ist ja wirklich einfach pures PvP. Ja, voll. Mit ganz, ganz vielen Kiddies und so. Jeder ist toxisch als fuck. Oh, hier geht's dicker Hang. Da will ich runterfallen. Schauen wir dir. Ich verdurste hier gerade. Warte mal, mir fällt gerade an, ich hab vergessen, meinen Topf mitzunehmen vorhin. Ja gut, ich hab meinen noch dabei. Hast du Wasser drin, zufällig? Tatsächlich ja. Ah, gib mal einen Schluck. Bitte sehr. Kannst du auch gleich behalten, da sind Schnitzel drin. Danke. Okay. Muss ich mal schauen, ich hab nicht wirklich Platz. Ich hab meinen leeren Platz voll gemacht mit Fleisch. Okay. So, hier. Kleinen Schluck genommen, muss reichen. Sollten den Topf nicht leer werden lassen wegen Kochen. Ja. Außer es muss sein, dann scheiß drauf. So, noch 800 Meter, jetzt müssen wir langsam ein bisschen aufpassen. Ich glaube, wir müssen bergab. Wir müssen nach Süden. Bisschen aufpassen, weil es sind hier wahrscheinlich schon Leute in der Gegend unterwegs, eventuell. Ja. Das ist jetzt gleich so eine Art kleines Jägercamp oder so mit Jägerhäusern und einem Krankenhaus und so ein Stuff. Muss man aufpassen, weil da kann man sehr, sehr gut campen. Naja, also Frankfurter Bub, das Armory Forger ist auch für den PC eine Abwechslung. Arma 3 ist ja jetzt doch schon das ein oder andere Jährchen alt. Ich kann es nicht mehr spielen inzwischen. Ja, ich habe 1500 Stunden oder so reingeballert, aber ich kann es nicht mehr sehen. Das Game ist einfach zu alt, man braucht was Neues. Bei Armory Forger merkst du halt richtig, wie geil Arma 4 werden kann.
Ich meine, klar, du kannst noch versauen, aber sieht schon gut aus. Sieht nach dem richtigen Weg aus. Das allerkrasseste bei Reforger ist der Mod-Support. Die haben einen komplett neuen Mod-Editor zum Spiel auch noch gebaut, quasi. Womit die Mod-Entwickler richtig, richtig krasse Mods entwickeln können. Da steckt meine größte Hoffnung drin, dass da richtig geile neue Projekte spawnen. Ja. Sowas wie DayZ. Stell dir vor, ich finde generell, die Entwickler von Spielen, gerade wenn es große sind, wenn die generell wissen, okay, wir hauen jetzt ein Casual-Game raus, ja, was einfach die große Masse anspricht, dass sie dann einfach sagen, okay, dafür machen wir einen Mod-Support für die Leute, die mehr wollen, weißt du, ich meine. Ja, ja, auf jeden Fall, ja. Das ist wirklich keine Arbeit, sowas zu machen. Und du sprichst damit halt alle an. Rechts im Busch war was? Zombie. Alles gut. Ja. Geht einfach hier rum. Ich sehe nur Baumstümpfe. Ja. Vielleicht was Baumstümpfe aus den Hose. Ah, okay. Ich weiß immer nur auf Skyrim hin. Skyrim ist 2008 rausgekommen, Alter. Und Leute spielen es heute noch. Nur wegen Mods. Ja, voll. Ohne Mods wäre die ganze Gaming-Welt ein gutes Stück langweiliger. Und die geilsten Games gäbe es nicht mal. DayZ, PUBG, was weiß ich, Alter. So viele gute Games sind nur durch Modding entstanden, ne? Südost. Ich glaub sogar Counter-Strike, oder? Ist das nicht auch eine Mod gewesen oder so? Am Anfang? Ich bin mir nicht sicher. Okay, dann konzentrieren wir uns mal ein bisschen. Ja. Einer, ja okay, ich denke, wir müssen beide rein wegen der Mission, aber wir sollten vielleicht abwechselnd gehen. Oder zusammen reinstürmen. Der Questtyp ist, glaube ich, in dem großen Haus, also im Gasthaus oder in einem daneben. Entweder Ruinenhaus oder Gasthaus. Nämlich zwei solche Lager wie das hier. Yo, Florian, was geht? Also ich wäre für die Holztechnik. Kurz gucken und reinstürmen. Okay, alles klar, let's go. Zombies stehen entspannt da. Wir sollten hinterm Krankenhaus entlang gehen. Hier so rechts rum. Am besten die Zombies nicht triggern ins Gate. Ich hab einen Schuss in der MK2. Der bringt uns nicht viel. Außer dass alle Zombies anlockt. Ja, lass hier einfach mal rein hinterm Krankenhaus. Ich glaube, in der Ruine hier rechts ist der Typ. Quest complete. Ihr seht uns nicht. Wir sind gar nicht da. Nicht erschrecken, der Dude hat eine Waffe in der Hand, der Questgeber. Oh, hier ist ein Gasbehälter. Können wir kombinieren mit deinem Topf, dann haben wir jetzt einen Gaskocher am Start. Okay, kommst du rein? Hast du geredet? Ich bin rechts von dir. Der Zombie hat mich kurz gesehen, aber er kommt nicht. Welcome! Oh, jetzt kriegen wir ein komplettes Base-Paket, wenn wir abgeben. Wir haben keinen Platz dafür. Wir brauchen einen Rucksack. Lass mal einen Rucksack holen, bevor wir das abgeben. Wir machen Platz. Also ich nicht. Jawohl, okay. Ja, doch, ich mache auch. Ich habe ein bisschen Platz, ja. Obwohl, ich habe auch noch so viel Fleisch einstecken. Ich gebe ab, abgegeben. Jetzt liegen, glaube ich. Ah ja, lauter Kisten am Boden, weil ich keinen Platz habe im Inventar. In jeder Kiste ist ein Item. Dann muss ich mal ein bisschen Loot rotieren. Ein bisschen Tetris spielen hier. Den Hammer. Naja, eigentlich brauchen wir alles. Ein bisschen dumm gemacht, dass alles in einer einzelnen Kiste ist. Da ist eine Hacke, die kann ich auf dem Rücken tun. Oh Mann, hey, jetzt bin ich dann so hart voll gelootet, wir müssen unbedingt eine Base bauen, dass wir den Scheiß loswerden. Ja. Da ist ein Draht. Ist die Frage wo, ne? Ah, schon. Aber wir finden schon ein Fleckchen. War das alles? Ah, hier ist noch die Säge, aber die ist zu groß, die kann ich nicht mehr einstecken. Okay. Ich habe, glaube ich, jetzt alles außer die Säge. Und schau du auf jeden Fall, dass du die Säge mitnimmst. Was fehlt uns noch? Ein Hammer? Ne, einen Hammer haben wir, einen Ball brauchen wir nicht. Dann haben wir eigentlich echt alles. Ein Seil brauchen wir auch nicht. Wir haben ein Fahnenmast-Set bekommen. Ich glaube, das können wir eventuell wieder zerlegen, wenn wir es benutzt haben.
Tiefpulli, easy. Da vorne liegt übrigens ein Rucksack, wenn wir alles mitnehmen wollen, können wir es in der Hand tun. Soll ich ihn holen? Okay, alles klar. Hol mal her. Oh, es hat alles in meinen Rucksack gepasst. Easy. Oh nice, dann hole ich ihn nicht. Aber wir können ja noch kurz ein bisschen looten, hier gibt es nämlich guten Stuff. Ja. Die Säge ist gar nicht da bei mir. Dritte bei mir. Ich glaube ein Zombie. Bei mir? Direkt neben deinem Haus. Ja, ja, das ist ein Zombie. Holy moly. Wo bist du? Hier, direkt neben dir. Da bist du. Bitte schieß mich nicht ab. Nee. Komm um die Ecke und schau nur in deinen Lauf. Ich geh mal hier in das Gasthaus. Naja, so soll's sein, ne? So soll's sein. Ich bin im Krankenhaus. Oh, hier ist eine Presseweste. Let's go, ich hab eine Weste. Nice. Yeah. Hat nur wie viele Stunden gedauert? Ungefähr so 7 Stunden oder so? Oder noch länger? Beim letzten Mal haben wir echt lange gespielt. Kommt hin, ja. Wollen wir hinterm Gasthaus rausgehen? Oder wirst du noch durchlöten? Ja. Ich besuche wenigstens noch das Krankenhaus. Ich habe einen EpiPen. Okay, mach mal. Ich glaube, die Taschenlampe kann ich wegwerfen. Bisher war es irgendwie noch nicht dunkel aus irgendeinem Grund. Ja, nicht wirklich. 101er ne? Mac haue ich auch weg. Ich schwitze, muss die Klimaanlage runterdrehen, es ist so warm. So, mal wieder ein bisschen Chat lesen hier. Deshalb plane ich nächstes Jahr endlich auf PC zu wechseln. Ja, Bub, mach das, Alter. Ich kann es dir nur empfehlen. Gute Idee. Was ich auf jeden Fall machen würde, egal bei welchem Anbieter, wenn den du vertraust, so einen Konfigurator benutzen. Dann kriegst du direkt angezeigt, was für deinen Computer passt, welches Teil, welche Teile nicht zusammenpassen. Auf jeden Fall, ne? Ja, also, das ist schon mal viel wert. Ich habe seit neuestem eine AMD-Grafikkarte und ich bin wirklich begeistert, Leute. Ich hab die, welche ist es? 7900 XT, glaube ich. Das ist so die zweitbeste auf dem Markt momentan. Und die kostet einfach nur schlappe 800 Euro, ne? Im Vergleich, wenn du eine von Nvidia willst, kostet die dich so 2000 Euro oder so, glaube ich. Und die von mir ist sogar besser. Richtiger Joke. Ja, Bekanntheit also, ist nicht alles, ne? AMD ist momentan der Oberhammer. Also, wenn sich jemand eine neue Karte besorgt, würde ich echt eine AMD empfehlen. So, gehen wir hier raus. Bist du schon raus? Ich bin im Berlin-Jägerhütte und schau da noch schnell rein. Ich bin gerade hinterm Gasthaus rausgerannt, ich hock mich immer im Busch. Du machst du es da drin schon? Ja. Hast du ein Entfernungsmesser? Ja, doch, auf jeden Fall. Bei mir rennen dann die Bäume und Büsche beim Ranzoomen und bei dir nicht. Kannst du mir sagen, woran das liegt? Das liegt höchstwahrscheinlich daran, dass ich die Grafik so hochgeballert habe, wie du hier siehst. Ich habe Pflanzenglättung ausgemacht. Die Pflanzenglättung, wenn du eh schon glatte Kanten hast, macht nur alles schlimmer. Daran könnte es liegen. Probier mal die auszumachen. Und ansonsten spiel einfach mal ein bisschen rum. Hardware Anti-Aliasing kann viele Probleme auslösen. Das kann man auch mal testen, ein bisschen niedriger einzustellen und so. So, ich habe jetzt eine dicke Jacke an, Alter. So, wo bist du? Ich bin hinter dem Gasthaus raus. Ich bin hier im Wald. Dem Gasthaus, wo ist das Gasthaus? Da ist groß, das Gasthaus. Ja. Ich stehe direkt dahinter. Ciao. Yep, ich bin am Teich, bei den Steinen. Kannst du mir einen Server nennen, wo das nicht der Fall ist, dann würde ich das mal probieren, ob es am Internet liegt. Was genau ist das mit dem Internet? Worum geht's da? Oder meint ihr das mit den Bäumen und so? Das ist ja Client-Side. Ich meine, ich kenne das Problem. Mit meiner alten Grafikkarte hatte ich das auch. Und das habe ich auch jetzt noch, aber nicht mehr auf so naher Entfernung. Hier sieht man es ein bisschen da unten. Die Büsche auf mittlerer Distanz. Die machen so ein bisschen komisches Zeug. Das lässt sich auch gar nicht komplett vermeiden in DayZ. Warte mal, weißt du, was mir gerade einfällt? Wir haben keine Mission angenommen, oder? Wir müssen auch direkt eine annehmen. Am besten, okay, die Bärentöter-Mission brauchen wir eigentlich nicht. Was wollen wir mit einer M4, oder? Wir sind eh schon ausgestattet. Brauchen wir nicht. Oh, Zombie direkt vor mir, ich muss nicht. Kann nichts machen, außer ihn totprügeln. Wird aus, Loch! Riss, oh fuck, keine Ausdauer mehr. Hey Peter, hilf mir. So, schauen wir mal. Er kommt, er will einfach dich. Und das stirbt er doch einfach nicht. Jetzt ist er tot. Sehr gut. Arschloch. Also, wir können Bären töten, Wölfe töten, Dogtags sammeln. Bunker-Chapter, das ist interessant. Escort Dr. Wolfgang. Kill Bandits, das ist ganz cool. Da muss man zu so einem Rummelplatz und 10 Banditen abschlachten. Die haben alle volle Bewaffnung und so.
Okay, hast du eine Hacke? Ja, habe ich. Okay, Also ich glaube, ich nehme dann jetzt einfach mach mal für die ich. Ja, Banditen kriegt mach man. das, mach das. Lass mal die Banditen annehmen, da kriegen wir Schalldämpfer. Auch einen für deine SVD zum Beispiel. Ja, ich will nur gerade mal gucken, ob ich nicht irgendwie das Ganze hier ein bisschen This intelligenter quest is verteilen kann. already active? Stimmt doch gar nicht. Warum? Hä? Die ist nicht aktiv. Kann ich Bären annehmen? Ah doch, Bären kann ich annehmen. Hast du eine angenommen zufällig vorher schon? Nee. Oben rechts sehe ich meine Mission, also ich krieg die Banditenmission irgendwie nicht rein. Kannst du mal schauen, ob du sie bekommst. Ja. Kriege ich das nicht irgendwie intelligenter hinsortiert, Alter? Ich habe so viel Platz, der hier verschwendet wird. Hämmerchen, wird das kaputt? Geht das kaputt? Hämmerchen, nicht wirklich, halt schon eine Weile. Aber warte mal, ich glaube, es passt. Ich glaube, es passt. Bisschen gefährlich, was wir hier Ja, tun, by the way. ich kann wieder. Okay, was soll ich annehmen? Bandits, Die Bahnhof nennen. Banditen. Geht das bei dir? Annehmen. Ja. This quest is already active. Please try again later. Warte mal, heißt das eventuell, dass jemand anders die gerade macht? Das könnte sein. Ja, nimm was anderes an. Ja, ich habe die Bären angenommen und die Infected. Also Zombies killen und Bären killen. Für die Bären kriegst du eine M4 oder eine AKM und für die Zombies Lisp kriegst du Money. infected. Kill Bears. Aber wir sollten eh erstmal Base bauen, dass wir ein bisschen Space frei machen Ja. können. Hinterm Gasthaus wieder raus. Jupp. Okay. Ja, muss erstmal Studium bei der NASA machen bis dahin. Ernsthaft? Nee, oder? Das wäre schon crazy. Bist du raus? Seh dich Bin nicht. hinter dem Gasthaus, ja. Wirklich? Ich habe jetzt gerade kein Kopftuch mehr an. Das Ach, Kopftuch, da Alter, bist du? drüben. Alter, wie groß das in der Muss mal Hand gucken, wie ich ist. ohne. Ja, Mann. Okay, wollen wir ein bisschen nach Norden latschen und dann ein bisschen nach Westen und da irgendwo eine Base bauen? Ja. Machen wir so. Im Westen war relativ ruhig, da kann man schön bauen. Wir sollten so bauen, dass wir quasi den Questgeber als Orientierungspunkt nehmen können. Verstehst du, was ich meine? Ja. Zu den Ja. Questgeber kannst du immer wieder, wenn du eine Mission abgeschlossen hast, zeigst du dir oben wieder die Entfernung an, dann findest du da easy wieder hin. Ein kleiner Hack. Kannst du mir einen Server nennen, wo das nicht der Fall ist? Ja, nee, ich glaube, das liegt nicht am Server. Was der Fall ist. Das mit der Pflanzengattung, glaube ich. Oder dass die Nein, Pflanzen das dann ist Client-Side. verschwinden. Das hängt von deinem Computer ab oder von deinem Endgerät halt. Der Server gibt keine Grafikpräferenzen vor. Genau, das, was er sagt. Ja, also ist eigentlich so, alles, was mit Grafik zu tun hat, ist bei dir. Ja, schon, logisch. In Zukunft vielleicht nicht mehr, ne? Mit dem ganzen Streaming und so, was da kommt. Und sie Games spielen, Ja gut, ohne sie auf das dem PC zu haben. dafür ist das Internet in Deutschland einfach nicht gut genug. Ja, wird schon. Je nachdem, wo man wohnt. Ich denke, wenn du in Berlin oder so lebst, hast du schon gutes Internet wahrscheinlich. Ja gut, ein Freund von mir wohnt in Frankfurt direkt über so einen Datenknoten. Der hat Gigabit-Leitung im Haus einfach. Ja, haben sie meinem Bruder auch angeboten, aber mega teuer. 100 Euro im Monat oder so. Würde ich eiskalt machen, ne? Ich auch. Völlig nutzlos, aber ich würde es tun. Jedes Game in ein paar Sekunden laden, easy. Und immer die Felsen vor uns an, vielleicht finden wir da einen coolen Spot. Da kommen wir her. Da Naja, oben ist das schon. der Ausguck. Ja. Aber das mit Oder? dem, wie das Spiel in Sekunden laden, ist auch nicht ganz richtig. Weil nur weil du Gigabit-Leitung hast, heißt es das nicht, dass der Anbieter auch Gigabit Ja, anbietet. schon. Lass ich meinen. Also Philipp hat letztes Mal ein Video rausgesucht, da hat einer irgendwie bei der NASA ein Game runtergeladen. Das war GTA 5 oder Red Dead Redemption oder so hat er runtergeladen. Und das hat einfach eine Sekunde oder so gedauert. Was, Alter? Er hat den Download angemacht, pupp, Game fertig. Richtig crazy. Yay. Dicke, fette Felsen, ansonsten ist ja nicht viel. Und Spieler schon gleich gar nicht. Krass, ich hätte echt gedacht, dass wir heute mal ein bisschen ballern. Aber Schon. irgendwie. Keiner will sterben. Aus der Tiere. Ich glaube übrigens, das Mystery Land ist irgendwo hier in der Gegend. Da oben ist eine Burg. Ah, das ist die große. Aber, ja. Da
Da ist safe eine Monster Base. Oh, unsichtbare Mauer. Wir könnten, also wir müssen uns entscheiden, wir könnten jetzt entweder eine richtige Base aus dem Boden stampfen. Jawohl, können wir nicht, wir haben nur eine Packung Nägel. Nägel gab's übrigens nicht, ne? Nee. Ich hab eine Packung schon gefunden, aber. Ich habe auch eine Nagelkiste. Ah, okay. Ja, dann können wir schon ein bisschen was bauen, jetzt nicht übertrieben. Ist die Frage, ob es hier eine Mod gibt fürs Bauen, wahrscheinlich schon, ne? Vermutlich. Ich glaube, hier gibt es sogar die Mod, dass man den Fahnenmast mit wenig Mats bauen kann. Eventuell, falls es der Server ist, vielleicht was. Brauchen wir keine 100 Steine? Nee, ich glaube nicht. Bin mir aber nicht sicher, also bin ich nicht beim Wort. Also falls jemand interessiert, ich habe eine AMD Radeon oder wie Radeon oder wie man das ausspricht. Radeon. Wirklich? Ja, okay. Und dann sowas. Eine XT 7900, eine Ryzen 7, irgendwie 60 GB Arbeitsspeicher oder so. Völlig unnötig, holt euch ja nicht so viel Arbeitsspeicher, macht gar keinen Sinn. Ich habe es nur gemacht fürs Editing und so. Theoretisch zum Spielen reichen 16. Ja, ja. Wenn du das sammelst, dann 32. 16 ist, finde ich, schon zu wenig inzwischen. 32 darf schon sein und kostet ja auch nicht viel. Ja, ist so. Und vor allem, wenn du den PC baust, mach nicht den Fehler und mach eine HDD rein, sondern mach eine SSD rein. Keine HDD ist mehr heutzutage. HDD ist wirklich nur zur puren Datenspeicherung und nicht zum aktiven Nutzen von Daten. Ja, absolute Hölle. Mega langsam. Warte mal. Dachte ich, ein Heli, aber es war wohl eine Anbildung. Krass, ich dachte jetzt echt, ich höre das Heli surren rechts von mir. Was habe ich da bitte gehört? Ah, ich habe mir auch ein paar SSDs geholt beim letzten Upgrade, aber mein Mainboard hat leider nicht genug Slots, deswegen muss ich auch noch HDDs benutzen, teilweise für meinen Video-Stuff. Ich habe für das System, also für Windows, habe ich eine M2 SSD, diese Chips, ne? Und für alles andere habe ich zwei SSDs drin. Also Frankfurter Bub, ich kann dir nur empfehlen, gib einfach mal Gaming PC, PC Gaming Build oder so, sowas in der Art in YouTube ein. Es gibt einen Haufen YouTuber, die genau das Thema behandeln. Und da werden die PCs und so vorgeschlagen, die tiptop sind und auch billig. Da kann man sich easy informieren, da brauchst du kein Vorwissen oder so, die sagen dir, was du kaufen musst. Du kriegst heute schon so einen halbwegs vernünftigen Rechner. Wenn du jetzt nicht auf High-End-Wert legst, auch schon für 900 bis 1400 Euro. Naja, teilweise auch ein bisschen billiger, wenn es billiger sein muss, ja. Ne? Aber 1000 Euro ist schon so der Preis, den man zahlen sollte, wenn man was einigermaßen Anständiges will. Ja. Das nächste sind halt auch Bildschirme und so, ne? Du brauchst halt auch noch alles. Das kommt alles dazu, ja. Ist auch nicht umsonst. Und wenn du einen PC holst, ist halt auch verpflichtend, dass du dir einen Gaming-Stuhl holst. Muss sein, das Wichtigste. Sonst funktioniert nicht, der Computer nicht. Nicht vergessen, dass der Gaming-Stuhl Rollenbremsen haben muss. Nicht, dass du bergab rollst oder wenn du deinen Stuhl irgendwo parkst, dass er verloren geht. Das Wichtigste sind immer die Bremsenrollen, Rollenbremsen. wir suchen einen Baseplatz. Wir könnten uns mal Orte anschauen. Ja. Wo auch immer wir sind, ich hab keinen Plan, hey. Da unten sehe ich doch irgendwas. Da unten ist ein Bauernhof oder so. Lass uns da mal hin, wir schauen uns das mal an. Wir haben auch kein Code-Logo, nix, ne? Du sagst ja was. Okay, ohne Code-Log brauchen wir eigentlich gar nicht bauen. Ich meine, wir könnten einen finden, also über den Bauernhof-Stuff. Wir gucken halt mal die Bauernhöfe und checken es ab. Das sieht nicht so aus, als ob da oben eine Base wäre. Ich sehe nichts, was auf eine Base andeutet. Können wir hier in der Halle? Ah, ich komm mit. Das ist wieder so ein Loch, wo man nicht durchkommt. Cargohose. Ja, wenn Monitor und Stuhl schon vorhanden sind, dann brauchst du ja quasi nur noch einen PC. Maus und Tastatur, da brauchst du nichts großartig Teures.
Ist so. Dann hast du es eigentlich schon. Wenn der ist PC schon eine da ist. halbwegs coole Tastatur für 20 bis 30 Euro. Ja, easy. Musing Bayonet, Alter. Oh, nice. Ich hab übrigens. Ah, ne, ich hab ein SK Bayonet. Ich hab wieder voll übertrieben, was Maus und Tastatur angehen. Was kostet meine Tastatur? 160 Flocken oder so. Meine auch. Muss echt nicht sein, eigentlich. Aber ich konnte es nicht lassen. Halt die Ansprüche. Ich konnte es einfach wieder nicht lassen, wenn ich einmal im Shopping-Rausch bin. Das einzige Thema, wo. Hey, ich nehme mich nicht ab. Das einzige Thema, wo ich wirklich mich nicht zügeln kann. Okay, und Autos. Wenn ich mir irgendein Auto in den Kopf setze, dann muss ich es mir auch unbedingt holen, egal ob ich es mir leisten kann oder nicht. Hat mir schon viele Schulden beschert in meinem Leben. Das Autothema. Ja, gut, Autos bin ich nicht so drin. Ich schon, halt, ich mag schnelle Autos. Ja. Schnelle Autos machen Spaß. Ich habe hier viele Tastaturen rumliegen. Ja, Tastaturen, PC-Sachen allgemein, hey. Flacken rum wie sonst was. Ich habe zum Glück noch PC von der Frau und so, den ich tunen kann mit meinen alten Teilen. Oh, Codelock. Easy. Easy, Alter. Sehr gut. Ein Ding wäre hier auch ein Kanister, wenn du so viel Platz hast, den könnten wir mit Wasser füllen. Nee, ich habe keinen Platz mehr. Ist das hier? Ist das Pappe oder was? Pappe? Plane. Ach, eine Plane, ja. Okay, dann haben wir jetzt aber eigentlich schon alles, um eine Base zuzumachen. Wir könnten uns erstmal irgendwo ein Häuschen oder so suchen, wo wir nur eine Tür bauen müssen, oder? Ja. Dann lass mal Richtung Norden laufen vielleicht, keine Ahnung. Oder welche Richtung würdest du gern? Ich habe keinen Plan. Ich laufe dir normalerweise einfach hinterher. Ja, ich weiß. Ja, lass mal zu der Burg. Checken wir mal die Burg ab. Alles klar. Dann können wir von oben dann schauen, ob wir irgendwas Cooles entdecken in der Ferne. Die hat einen interessanten Turm an der Seite. Ja, voll. Winterfell-mäßig, wenn du mich fragst. Bisschen. Ja, Mann. Sind wir hier im Norden? Ja, Mann, der Norden erinnert. Nur noch so. Remembers. Frankfurter Bob, wenn du in 4K spielen willst, brauchst du eine ordentliche Hardware, das kann ich dir gleich sagen. Sonst wirst du da. Der kostet dein PC vorneweg 8000 Euro. Ah, so viel vielleicht auch nicht, aber ja, wird schon teuer. Wenn du richtig reinkloppen willst, Alter. Ja, geht. Also 4K-Bildschirme und so sind jetzt auch nicht mehr so teuer. Sind schon teuer, aber nicht mehr so teuer. Ich weiß noch, ein Kumpel von mir, der ist selbstständig, der ist einfach zu Dings gegangen, Alternate, und hat gesagt: Ich will die teuerste Hardware, die ihr habt. Und dann hat er sich mit allem drum und dran, mit Bildschirm und so, ist er mit 12.000 Euro rausgegangen. Ja, gibt keine Grenzen nach oben, ne? Ja. Aber ich muss sagen. Hast du gefragt, was brauche ich für Festplatten? Der Verkäufer gesagt, ja, so fürs System eine eigene und dann vielleicht noch eine für Spiele. Wie viele Slots hat das Mainboard? Ja, 6. Ja, dann hätte ich gern 6 SSDs. Nur die größten und schnellsten, bitte. Vor allem die SSDs vor ein paar Jahren waren die noch saumäßig teuer, wenn die zu groß waren. Ja. Ist für Fuffi heute eine gescheite. Ja, kommt drauf an, welche. Ab einer gewissen Größe, ich glaube ab 2. Nee. Ab 6 Terabyte oder so werden sie ultra teuer. Da werden sie auf einmal mega teuer. Aber ich habe dich jetzt zweimal unterbrochen. Ja, ich weiß schon gar nicht mehr, was ich sagen wollte. Da war es nicht so wichtig. Also ja, das mit dem 4K, wie gesagt, wenn du im 4K spielen willst, auch mit ordentlichen Frames und so, dann brauchst du ein gescheites System. Und mein System hat so ungefähr schätzungsweise 2000 Euro gekostet. Alles in allem. Das ist auch nicht gerade billig, aber reicht für die nächsten Jahre wieder. Ach so, meinst du es? Ja, gut. Ja, mit einem anständigen PC kann man schon 4K spielen. Brauchst halt auch einen Bildschirm, der es wiedergeben kann und so, ne? Das bringt dir das nicht viel. So, kommen wir hier überhaupt hoch? Ich hab keinen Plan. Ja, hallo. Sieht doch schon wieder nach einem Beinbruch aus. Ich kann den Beinbruch schon schmecken. Also wenn wir eine Base gebaut haben, dann können wir auch anfangen ABC-Zeug und so zu sammeln. Es gibt ein paar coole Gaszonen hier. Ja. Was sind das da unten? Oh, eine Ruinenstadt. Ja, warte mal, war das ein LKW?
Nein, Bulldog. Oh, ist direkt vor uns. Keine Base, war. Wundert mich ein bisschen. Ja, mit 2K kommst du easy hin und kannst du dir ein gutes Gerät zusammenstellen. Ich würde auf jeden Fall empfehlen, keine Fertig-PCs zu kaufen, die sind in der Regel irgendwo immer schlecht. Haben immer irgendeinen Manko. Nee, fertig nicht. Fertig-PCs sind nicht umsonst günstig. Ja. Panzertape, das brauche ich. Noch eine Flasche dazu, gibt's einen neuen Schalli. Nö, ist sauber hier. Da vorne ist ein Zombie. Zwei Zombies. Ja, wollen wir uns einen der Türen schnappen, oder? Das wäre größenwahnsinnig. Da oben ist eine Base im Turm. Richtung West. Metalltür, ja, Metalltür mit Codelock, sehe ich da. Ah, ja, ich sehe es auch. Die haben sich halt nur den Turm gegönnt. Wir könnten einfach eiskalt auch hier bauen und sie halt raiden oder so, wenn wir soweit sind. Ja, dann nehmen wir den Turm in den Süden. Oder in Nordosten. Bauen also wir einfach. Hier ist ein Kasten in der Mitte. Direkt neben anderen. Ist nur die Frage, ob wir bauen können wegen Radius, aber ich glaube, es weit genug weg. Was ist das denn hier für ein Kasten? Nur eine Mauer, oder? Ja, ist eine Mauer. Ja, dann schaffen wir uns hier den Turm mit hoch, Alter. Ja, Frankfurter Bob, glaub mir, so kompliziert ist es gar nicht. Wenn du einmal grob verstanden hast, wie ein PC aufgebaut ist, dann ist es nicht mehr so kompliziert. Hier liegt Schmerzmittel und hier war jemand. Ja. Nicht, dass sie zu Hause sind da vorne. Das wäre nicht gut. Hier liegt auch was. Hier liegt Loot rum. Hier war jemand. Oh ja. Was ist das? Oh, nice. Eine Kochsalze so. Fertig. Warte. Wir sollten aufpassen. Lass mal nach oben gehen und gucken, nicht, dass sie noch da sind. Ja, ich gehe mal hoch. Vorsichtig. Aufpassen, es gibt auch Löcher und so in Böden, wo man durchschließen kann ein bisschen. Nicht diese zu nah, Lichtspiele hier immer. Nicht zu nah am Rand laufen, sonst klitscht man. Frisch. Ja. Das Lauschen. Da gar nichts. Sauber. Okay, gut. Ist der Turm sauber. Also da unten steht ein Zombie. Keine toten Zombies oder so. Also soweit sieht es nicht so aus, als ob vor kurzem jemand hier gewesen wäre. Ja, dann also würde ich sagen, schnappen wir uns den Turm, oder? In der Burg zu bauen ist halt schon wagemutig, ne? Da wird man leicht geradet. Wo willst du sonst bauen? Ich meine, ja, wir machen es, ich wollte es nochmal merken. Okay. Ich bin offen für Gegenvorschläge. Ja, nee, wenn wir jetzt noch länger rumrennen, dann machen wir so eine gar nicht oder werden noch weggeknallt oder so. Ja. Da sprichst du wahre Worte. Ich steck mir hier die Infusionen ein, so. Okay, dann brauchen wir jetzt Holz. Es gibt auch Online-Shops und so, die sich darauf spezialisiert haben, dass sie dir die PCs quasi frisch zusammenbauen, wie du sie willst. Das ist auch eine ganz gute Lösung. Du schaust dir einfach ein paar YouTuber an, suchst dir ein System aus, das du cool findest, dass die gut bewerten und so. Und dann lässt du es dir bei so einem Shop zusammenstellen, easy. Er kommt dann quasi fertig bei dir zu Hause an. Einstecken, loszocken. Also, aber was ich auch noch machen würde, ist den PC ohne Betriebssystem kaufen. Ja, für Leute, die gar keinen Plan haben, ne, da würde ich es so leicht wie möglich machen. Ich meine, klar, Windows installieren ist jetzt keine Kunst. Aber wenn man echt keine Ahnung davon hat oder auch echt keinen Bock auf sowas, ne, dann einfach fertig kaufen und gut ist, hat man keine Probleme. Windows installieren ist wie mit allem. Wenn du weißt, wie es geht, dann ist es keine Kunst. Aber wenn du es erstmal nicht weißt, ist es auch kacke, ne? Naja, Google, ne? Heutzutage einfach googeln. Ja. Bezahlt für den Scheiß. Die Hardware habe ich meinem Sohnemann, der in IT-Branche arbeitet. Man kann nicht überall Experte sein. Ja, nee, muss man auch gar nicht, ne? Ich bin auch kein Experte, ich weiß grob, wie ein PC funktioniert, aber jetzt die Einzelheiten, die einzelnen Funktionsweisen und so, kein Plan. Will ich auch gar nicht wissen, interessiert mich nicht mal. Ich hab's gelernt und hab auch keinen Plan mehr. So. Ich
habe auch Tetra, 2 Stück gefunden, sehr gut. Wir haben hier richtig viel Jodtinktur und alles. Oh, nice. Gasbrenner für Töpfe. Also wir haben schon, wir sind schon richtig gut aufgestellt eigentlich, wenn wir eine Base hätten. Ja, ja, wir müssen hier zubauen. Das Coole ist, ich glaube, wir können hier einen richtigen Airlock reinbauen. Ja. Eventuell. Erst hier oben den Turm und dann unten den Hof zumachen. Ist die Frage, wir können... Ich glaube, wir müssen erst hier unten zumachen, weil es hier oben ein bisschen schwieriger wird zu bauen. Je nachdem, ob es Vanilla bauen ist oder gemoddet. Wenn es mit Mod ist, wird es easy. Das aber ich habe bisher nur Vanilla gesehen, glaube ich. Oder? Ne, warte mal, das da drüben war kein Vanilla. Das war eine kleine Tür. Ne, das ist kein Vanilla. Da gibt es auf jeden Fall Mod. So, noch ein dritter so, Schnitzel. Nervt ein bisschen, dass in meinem Chat unten rechts dieses Herzsymbol ist. Ich sehe immer die, von der letzten Nachricht den halben Satz nicht. Oder was heißt den halben Satz? Es fehlt immer ein Wort. Muss ich mir mal rätseln, was da genau steht. Aber die Konsolen-Game-Industrie tut ja auch allerdings sehr Teil dazu. Da kann ich nicht lesen. Sehr ihren Teil dazu. Ah, okay. Morgensymbol. Hupsi. Ich hoffe, ich muss nicht kotzen. Naja, dann müssen wir... Holz holen. Ich teste mal kurz wegen der Fahne, ob wir die eventuell... Ich hab keinen Platz für Holz, Alter. Ja, wir müssen es tragen. Das wird ein Aufwand. Ich glaube, wir wollen die Fahne lieber oben bauen, oder? Statt unten. Ja. Meine Lava. Was braucht die für Magazine? Hab ich überhaupt... Geht, pass auf, das erste... Hier ist deine AK übrigens, ne? Naja, die musste ich hinschmeißen, weil ich keinen Platz habe in der Hand. Ich stell mal hier im Zwischenstockwerk auf die Fahne. Du kannst diesen Gegenstand ja nicht in der Nähe... Ah, wir können hier nicht bauen. Zu nah an der anderen Base. Schade, okay. Dann... So viel dazu. Ja. Warte mal, wo ist meine AK? Ja. Hab ich auch Probleme mit sind despawned. Ich vertraue Daisy nicht, egal wie der alte es schon nee, ist. Nee, das passiert heutzutage nicht mehr normalerweise. Das ist mir schon ewig nicht aber mehr passiert. Siehst du mal, wie der sie mich geimpft hat, was das angeht, ne? Aha, ja, schon. Ja, damals war es halt echt so, du durfst nichts einfach mal so auf den Boden legen. Ja. Okay, das heißt, wir gehen wieder raus und suchen uns in der Nähe was. Naja, wenn man irgendwas lernen will, ist YouTube immer ein guter Anfang für den Einstieg, ne? Und der Rest ist dann ja eher einem selbst überlassen. Wenn man es wirklich will, dann kann man es auch, also. Die einzigste Hürde ist man selbst. Ich habe mir viel auch mit ChatGPT beigebracht. Ich habe ChatGPT gesagt, was ich lernen will. ChatGPT mir Quellen gegeben, wo ich Informationen herbekommen kann. Ja, machen wir auch ein bisschen für Arbeitsblätter für die Kleine und ja, so. Ziemlich cool. Heißt aber nicht, dass diese Quellen dann auch wirklich legit sind. Ne? Also ChatGPT ja, nee, prüft das nicht. Muss man schon nochmal abchecken, was da so rauskommt. Ja. Kein Problem, Nothing Angel, ist alles easy. Wir verstehen dich, glaube ich. Okay, laufen jetzt quasi von der Burg nach Norden. Wir merken uns mal die Burg, die finden wir auf der Map normalerweise, dass wir ungefähr wissen, wo ja die Base dann ist. Obwohl wir bald im höchsten Norden angekommen sind, vermute ich mal. Kann nicht mehr weit sein. Ich leg mich mal kurz im Busch und check mal die Map, ne? Ja. Da ist ein Tier, ein Elch, ein Hirsch. Ja, ich sehe es von hier aus. Oder nee, das ist ein umgefallener das Baum. Das war Asgard Castle, wo wir jetzt gerade waren. Nördlich, nordwestlich von uns kommt ein kleines Lager mit Krankenhaus. Das ist, glaube ich, der Ort, wo man Quests abgeben muss. Relativ sicher. Und wenn wir straight nach Norden laufen, kommt gar nichts. Außer Wald. Wir können nach Osten laufen. Im Westen wäre ein großer Bauernhof und im Osten kommt irgendwann irgendwas Kleines und ein See. Ich würde jetzt keine Position auf der Karte, die ich besonders geil finden würde, um ehrlich zu sein. Nee, also West oder Ost, sag einfach was und dann laufen wir dahin. Ost. Okay, hab noch Osten. Ja, lass mich eben noch schnell trinken. Nein. Warum kann ich eigentlich nichts mehr am Rücken tun? Ach, wegen der Hacke. Hast du jetzt die Hacke auch dabei? Mhm. Als Schaufel? Ja, dann werfe ich die weg, wir brauchen keine zwei. Geht die nicht kaputt? Ja doch, aber dauert eine Weile und so viel brauchen wir sie gar nicht.
paar okay. Mal für ein, zwei Mauern und so und dann ist er schon wieder überflüssig eigentlich. Mal schnell die ganzen Sprites reinknallen, die ich hier gefunden habe. Mein Magen ist gerade voll. Ich habe noch den Dogtag von Skittles dabei. Ah, dafür gibt es übrigens eine Mission, ne? Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast. Nee. Da gab es irgendwie Bronze, Silber und Gold. Eventuell wäre Bronze nur ein Dogtag gewesen. Ja. Naja. Weil würde nichts, ändert nichts, weil ich hätte es nicht mitnehmen können. Was auch immer ich bekommen hätte. Ah, wahrscheinlich immer ein bisschen Muni oder so. Ja. Ich vermisse gerade ein bisschen die Action, um ehrlich zu sein. Ich würde gerne mal jemanden abknallen. Ich hätte irgendwie ein bisschen Bock auf PvP. Vielleicht sollten wir nach Süden gehen. Bitte? Eigentlich schon. Ich meine, alle Leute spawnen im Süden. Und umso weiter wir nach Norden laufen, umso weniger Leute werden wir finden. Wenn du willst. Weil dann sollen wir erstmal die Base machen, bevor wir es dann doch nicht machen, wie du sagtest. Na, wäre wahrscheinlich schlauer. Okay, die nächste Möglichkeit, da bauen wir einfach, okay? Ja, machen wir. Eine Garage, wo wir nur ein Tor bauen müssen, am besten. Wollen uns jetzt hier nicht ewig mit Basebuilding aufhalten, glaube ich. Nee. Alter, hier ist das große weite Nichts. Unten ist eine Straße, da muss doch auch ein Haus irgendwo sein, oder? Da ist auf jeden Fall ein Turm, ein Fernsehturm. Ah, auf den habe ich mal ein Feuer gemacht. Ah ne, das ist ein kleiner. Ah, daneben ist der, auf den ich ein Feuer gemacht habe, genau. Das wäre auch eine Base oben auf so einem Turm. Töten, wir wollen töten. Links ist auch noch ein Turm. Glaube ich, sehe da hinten im Maprand. Richtung Ost. Sicher. Okay, dann laufen wir nach Süden jetzt. Nicht sicher, aber vermutlich. Obwohl, da oben sehe ich noch einen Zaun. Hm. Vielleicht doch nicht. Vielleicht sah es nur so aus. Hier ist übrigens Bärengebiet. Hier gibt es recht viele Bären. Nur mal so zur Info. Okay, gut zu wissen. Alter, 250 Zombies soll man killen für die Mission. Holy shit. Ja, das ist ein bisschen was. Hey, dafür wäre eine MK2 oder so nicht schlecht. Wo bist denn hin, Alter? Hab ich jetzt ein Augen verloren? Ja, unsichtbar. Ja, ich merk's. Krass. Ich dich einfach nicht sehe. Dann da hinten, bei den. Vormeldung ist die Straße, okay. Na, folgen wir mal der Straße mit ein bisschen Abstand, da kommen dann schon irgendwann Häuser. Und die nehmen wir dann einfach, was soll's. Wird nicht lang rumgetan. Ich hätte echt gerne den Schalldämpfer von der anderen Mission gehabt, das wäre cool gewesen. Schalldämpfer ist nice. Schöne Ritschalldämpfer, der nicht kaputt geht. Ah, das ist nicht, aber die Sturmgewehrschalldämpfer halten eh mehr aus. Hm. Müssen sie ja. Ja, besser ist es. Okay. Wo führt der Weg hin? West und nach Süd. Folgen wir mal nach links, würde ich sagen, nach Süd. Ja, von West kommen wir. Ja. Das ist so ein bisschen eine Schwachstelle von Bahnhof. Man findet PvP fast nur im Süden irgendwie. Die meisten Leute gehen gar nicht großartig weg von der Hauptstadt. Und die meisten Leute wollen halt PvP und dann ihre Base im Süden, damit sie schnell wieder bei der Base sind und wieder aus sich ausrüsten können. Hat das links von uns nicht geraucht? Gute Frage, Nothing Angels. Der Stream ist leider relativ verzögert, deswegen ist es wahrscheinlich schon eine Weile her, dass du es geschrieben hast.
Also ich habe nichts gesehen. Ich habe aber auch nichts, nicht krass drauf geachtet. Ich habe auch nicht so recht drauf geachtet. Gut möglich, dass da ein Heli-Crash irgendwo war. Alter, Frankfurter Bob, hör bloß auf mit dieser ABC-Kapuze. Ich wäre fast verzweifelt. Ich rate mal, wie lange ich gebraucht habe, um die zu finden. Ich glaube, ich habe es im Video angedeutet. Aber holy fuck, ich war kurz davor aufzugeben und das passiert nicht oft. Hast auf jeden Fall lang genug gebraucht, dass du einen Schnitt gemacht hast. Alter, einen? Quasi die komplette Gaming-Session bestand daraus, die Kapuze zu suchen. Das war uncool, jetzt wirklich. Sind wir noch Süden? Ja, ja. Okay. Ich komme aus Bayern, aus der Oberpfalz. Aber da lebe ich nicht mehr. Er ist jetzt ein paar Meter weitergezogen. Na, nicht mehr. Nicht mehr ganz in Bayern, könnte man sagen. Jupp, 3 Tage hat's gedauert. Und pro Tag waren es mindestens 4 Stunden Gameplay, glaube ich. Aber einmal auch 7 oder so. Und ich habe die ganze Zeit diese Kapuze gesucht. Ohne Unterbrechung. Die ganze Zeit einfach. Ich hab einen kompletten Gameplay-Tag rausgeschnitten aus dem Footage, weil ich nichts gemacht habe, außer rumrennen und zoomen. Rechts. Ist ein Elch oder so. Ich dachte kurz, es wäre ein Bär. Na, eigentlich wollte ich aus der Session hier auf dem Video machen, aber jetzt, wo ich mir das so anschaue, mit der wenigen Action wäre das auch schon wieder gar nicht mal so optimal. Ja, taugt nicht, ne? Taugt nicht. Nein, aber für einen Stream geht schon klar, ne? Wir können uns unterhalten und so, ein bisschen quatschen und quaken, aber für ein Video, da muss halt einfach irgendwas passieren. Ich kann nicht ein Video machen, wo ich nur rumlaufe. Ähnlich wie das Armored Reforger Video. Da bin ich auch nur rumgelaufen. Aber ich wollte euch einfach zeigen, wie cool das Spiel aussieht und so. So, ich hatte es einfach geflasht. Das ist ein Weg. Ich weiß übrigens nicht, wo du bist. Direkt hinter dir. Okay. Ich späße über den Rand von meinem Rucksack. Ja, da bist du. Das war ein kleiner Lag deinerseits. In-game und im Discord. Mal kurz so den Robot gemacht. Bayern ist nice. Ja, geht so. Ist ganz schön und so zum Anschauen. Aber wenn du dort lebst, ist es relativ teuer. Die Bullen sind ein echter Krampf. Vor allem, wenn du noch jung bist. Für junge Menschen macht es nicht so viel Spaß in Bayern, finde ich. Yo, Martin No Name, was geht? Martin No Name. Oder Martin? Helikopter. Hier links. Fliegt ein Heli hinter uns. Das ist ein Airdrop. Spieler-Heli, denke ich. Klingt wie ein Spieler-Heli. Nee, das ist ein Airdrop. Okay, dann schau ich mal, ich hab ihn gerade schon kurz gesehen. Klingt nach Dillbird, oder? Nee, ist ein Ding, ein Blackhawk oder so. Ah, nee, ist ein Huey. Oh, das ist ein Spieler-Heli, eindeutig. Sicher? Ja, Mann. Okay, sollen wir die Scheune nehmen, die hier ist? Sieht auf jeden Fall genauso aus wie ein Spieler-Heli. Ich weiß gar nicht, wo du bist. Ach, da oben. Ja, voll, lass die nehmen. Nee, das ist kein Spiel, ist er weg. Hatte jetzt Baden-Württemberg vermutet, das war echt hart. Kann sein, dass er rausgerendert ist wegen einer Entfernung. Aber vielleicht war es ein Airdrop, keine Ahnung, wie es genauso aus. Das Daisy, das was man braucht, findet man nie. Ja, ist einfach so, Alter. Genau das eine Ding, das du suchst, findest du nicht. Ja, die hat. Das hier ist doch perfekt. Eine Mauer, ein Tor. Fertig. Haben wir viel Platz, um es noch auszubauen. Ja. Upp. Ist zwar so die 0815 Base irgendwie, aber ich habe jetzt echt keine Lust noch weiter zu suchen. Ich auch nicht. Okay, pass auf, dann. Hast du dein Fahnenmast-Set mitgenommen? Ja. Gut, dann mache ich meins kaputt wegen dem Seil. Wir brauchen das Seil für ein Zaunset. Ich habe 2 Seile. Okay, gut. Aber ich mach's trotzdem, weil ich dann nicht die Sachen fürs Set holen muss. Okay. Fahne wohin? Am besten im Erdgeschoss, dass sie nicht aus dem Dach hängt, wenn es geht. Okay, man kann auf jeden Fall so in die Mitte, genauso. Oder? Nee, mach mal da irgendwo links oder rechts, dass nicht im Weg ist. Wir müssen hier eventuell Autos reinfahren und so später mal. Man kann mit Vanilla Crafting auch Mod-Sachen bauen. Double Doors und so ein Zeug. Nicht rotieren? Nee, ne? Doch, irgendwie schon, oder? Mausrad oder so vielleicht? Ich weiß nicht.
Ja, ich baue mal einfach relativ zentral, dass es nicht aus dem Dach rausguckt. Nur was für Kenner, so, da sagst du was, Alter. Die Bayern sind schon ein besonderes Volk. Rough Das würde Double passen, Door oder? Kit. Ich denke, wir brauchen ein Double Door Kit. Vermutlich. Ja. Normalerweise ein Ah. Damage Door. Okay, die hängt trotzdem auch noch raus, aber egal. Ist einfach zu Meinst hoch, du? die Ich guck Fahne. mal eben. Ja, man sieht sie hier schon. Ich seh, wie sie raushängt. Nee, oben guckt nichts raus. Außen. Aber ja, die ist noch nicht. Da hängt noch keine Fahne dran, deswegen. Wir müssen noch eine Fahne dran hängen. Die Fahne ist unten. Ach so, da war direkt eine Fahne. Ah, das ist direkt fertig, ja. Wie gesagt, nice. Braucht man gar nichts dafür tun. Finde ich gut. Flagge wissen Okay. leider. Den Eingang bauen wir hier vorne beim Heuhaufen. Da haben wir dann direkt auch noch ein bisschen Deckung. Warte mal. Nee, das ist zu klein. Das ist nicht was. Das ist nicht richtig. Muss ich vielleicht doch eine Vanillatür bauen? Ja, Soundset? okay. Single Door? Jetzt Double Door? guckt es oben raus. Okay, ich baue ein Soundset. Quasi Vanilla-Wand. Aber schon mal südlich, ja. Mit der Süden von Bayern so gut gefallen, dass ich noch weiter südlich gezogen bin. Benötigst ein Territorium. Ich muss erst ein Territorium beitreten. Und ich glaube, dafür müssen wir die Fahne senken. Bin mir nicht sicher. Yo, Martin Okay. No Name, danke für die Spende. War das eine Spende? Ich kenne das leider noch nicht so gut. Ah, warte mal, ich hab's rausgefunden. Warte mal, es muss wieder hoch. Nee, also ich könnte jetzt eins erstellen, als hier Doch, unten war. pass auf. Wir machen das. Südlich vom So. Weißwurstgürtel. Ja. So, dann Spiel Gruppenverwaltung erstmal, The Boardwatcher. Ich war damals bei der Bundeswehr in Bad Reichenhall stationiert. Das war der allertiefste Süden Deutschlands, Alter. Das war übel. Mitglieder bearbeiten, nein, Gruppe löschen, Mitglieder. Ich habe hier eine Territoriumverwaltung, Einladung. Und wie, wo? Auf was muss ich drücken, dass ich das. Ah, auf B. B. Gruppenverwaltung. Oh, und dann nicht Gruppe haben verlassen. wir ja. Warte mal. Territorium. Ich kann Personen, Puls der Person und ich kann suchen. Hol mal schnell meine AK, falls hier jemand kommt. Ja. Ich mache nochmal die Flagge runter. Also ich glaube, wenn ich einfach die Fahne andrücke, dann bin ich drin, normalerweise. So ging das beim anderen Server. Warte. War es jetzt hoch oder runter? Jetzt ist sie unten. Territorium erstellen kann Territorium. ich Ah, machen. okay. Ja, ich mache auch gerade. Ja, mach du mal. Ändere Flagge. Was nehmen wir denn für eine Flagge, Alter? Was Hübsches. Was hübsch ist. Hübsches. Snake, die Schlange sieht geil aus. Er stellt ein Territorium. Wie heißen wir denn? Kein Plan, Alter. Boy, The Boys mit Z. Boys, Boys, Boys. Bist du sicher? Das kann nicht rückgängig gemacht werden, ja. So, jetzt kann ich nämlich unter B, Territorium Verwaltung, dich einladen. Jetzt wohnst du da, wo die Kaserne war, oder was? Hast du die Einladung angenommen? ja, ich hab was gehört, warte. Unter B. Annehmen, jawohl. Dann kann ich jetzt Sehr gut. die Ding hier hinbauen. Okay. Also, wenn du Seile hast, kannst du mit zwei Stöcken auch noch ein Soundset bauen für die andere Seite. Da brauchen wir noch eine Mauer. Ja. So, dann brauchen wir hier zwei Holzstämme, dann müssen wir es mit der Schaufel be befestigen. Und dann geht's weiter mit Brettern und so. Warte mal, wir haben keine Axt, wir können keine Bäume fällen, Digga. Wir haben keine Wir haben Axt. eine Säge. Mit der kann man keine Bäume fällen, glaube ich, oder? Oder doch? Ich weiß es nicht. Ich probiere es einfach gleich. Ich glaube fast nicht. Warte, ich muss mir nochmal ins Industrieloot holen. Wären wir wieder bei dem Thema, dass man das eine Item nicht findet. Gib mal die Säge schnell her, ich probier mal. Aber dann weiß ich nicht, ob die Säge reicht, falls es geht, von der Haltbarkeit her. Dunkle Rinde, nee, das geht nicht, ich kann keinen Baum fällen damit. Scheiße. Shit. Crafting Shit. Single Door, Crafting Double Door, Jetzt Soundset einfach, ja? haben wir ein kleines Problem. Jetzt müssen wir uns merken, wo die Base ist, um sie wieder zu finden dann. Soll ich ein Soundset bauen, oder? Ja, Soundset, aber jetzt ist es eh egal, also es bringt uns jetzt nichts.
können die das nicht aufbauen ohne Axt. Hab ich gar nicht dran gedacht, ey, shit. Ja, dann versuche ich mal auf der Map herauszufinden, wo wir sind. Ja, mach das mal, du bist hier unser Marksman. Ja, stopp. Also, wo war die Burg? Hier ist Asgard. Von da aus sind wir nach Osten gelaufen. Dann nach Süden. Dann nach Süden. Da ist irgendeine Radio Station oder so östlich von Asgard. Die haben wir aber noch nicht gesehen, oder? Ein einzelnes Gebäude muss ich finden, das irgendwo im Nirgendwo ist. Da ist auch ein kleiner Bauwagen dran. Das hier eventuell, ich glaube, es ist eine Hauptstraße in der Nähe? Es ist eine Straße in der Nähe, ja. Dann lass mal zur Straße gehen. Auf der Straße suchen wir uns eine Richtung aus und dann merken wir uns die Richtung, dass wir wieder zurückfinden und wir gehen nicht von der Straße weg. Warte mal. Kriegen unser Territorium nicht angezeigt? Nee. Ich denke nicht, oder? Ich glaube, auf der Map zeigt es gar nichts an. Ich finde es krass, aber aus solchen Gründen spiele ich auf solchen Servern, ne? Oh, warte mal, man kann Marker setzen, sehe ich gerade links. Gruppenmarker. Aber, nee. Nee, geht nicht. Man kann keine Marker setzen. Vielleicht braucht man einen Stift dafür, vielleicht geht's dann. Keine Ahnung. Warte mal kurz. Yo, Elzit, was geht? Frankfurter Butt muss los. Dann wieder schauen und reingehauen, ne? Bis zum nächsten Mal. Danke fürs Vorbeischauen. Oder meinst du uns, weißt wir du, müssen los, um die Axt zu finden? Weißt du, wer für Terraria spielt, Alter? Phil spielt Terraria, ja. Safe. Ja. Und dann Terraria, Alter. Wir sind hier in DayZ. Ich habe auch nichts zum Schreiben, aber. Kacke, Alter. Beim Alisha Airport, da waren wir vorhin. Das hier unten ist keine Hauptstraße. Bist du sicher, dass du den richtigen Ort hast auf der Karte? Nee, bin ich nicht. Absolut nicht. Okay. Wer ist das Fort Asgard? Irgendwas mit Asgard war die Burg, ja. Wo ist wegen das? Der Axt suchen, ja. Asgard Castle. Martin, ich stream nur auf YouTube. Das ist auch der erste Stream heute. Das ist eine Premiere. Eine Weltpremiere. Könnte man sagen. Okay, eigentlich müssen wir nur einen Feldweg finden, wo einzelne Gebäude dran sind. Ist südlich von uns direkt ein See, ein kleiner? Ich hab da gerade einen Ort gefunden, ich muss kurz was checken. Hinter uns geht auch noch ein Weg raus, okay. Also eine Straße durchläuft unseren Ort. Und unseren Weg. Ja, genau. Und unten ist eine T-Kreuzung, nicht weit weg von unserem Gebäude mit. Na warte mal, ist keine T-Kreuzung, ist einfach nur eine scharfe Kurve. Ich hab uns. Okay. Ich glaube, ich hab uns. Südwestlich von Asgard Castle, unten drunter ist Trebitschiva. Südwestlich? Kann das sein? Wir sind nach Osten gelaufen. Südwestlich aber ja. Meine ich, ja. Ach, südwestlich, ja gut, okay. Genau, und dann von Trebitschiva geht rechts nach Westen ein Pfad raus, ne? Mir reicht es, wenn du die Richtung sagst, wo wir hin müssen. Ich bin halt nicht sicher, ob es das ist. Wenn wir jetzt im Süden, im Osten einen Ort sehen. Wenn du jetzt auf deine Karte schaust, führt die Straße nach Osten bei dem Haus, das du siehst? Ja, nach Osten und Westen. Dann soll es das sein. Und ist im Osten noch ein kleines Gebäude, der Bauwagen? Ein paar Meter weiter. Ups. Könnte sein, da ist ein kleines Gebäude am rechten Wegesrand. Ja, dann ist es das, dann hast du es. Das muss es ist sein. Ist es das? Rechter Wegesrand? Ja, rechter Rand, ja. Na, dann haben wir es. Okay, cool. Und merk dir mal, wo das ist, weil ich habe jetzt nicht auf die Map geschaut. Ich vertraue dir mal. Jeder, der meine Videos angeschaut hat, weiß genau, dass ich die beste Orientierung ever habe. Habe ich noch nie verlaut. Wir brauchen nur den Ort Trebitschiva und dann von da aus rechts. Und dann ist es da. Und der ist in welche Richtung von hier aus? Westlich. Westlich? Roger, Roger, ab nach Westen. Wir müssen eigentlich nur der Straße folgen, dann kommen wir direkt in den Ort. Na, sehr gut, dann folgen wir der Straße mal. Besser ist es, zurück müssen wir dann quasi nach Osten. Mhm. Rechts ist ein Helicrash. Wirklich? Aber richtig weit weg.
Okay, hab ich gar nichts davon gehört. So Leute, kommt mal auf den Server hier, wir brauchen ein bisschen PvP-Action. Ist so. Kommt mal auf den Server hier und bringt uns um. Hab ich eigentlich einen Helm? Ich hab einen Helm, aber er ist demoliert, ja moin. Haben wir Epoxid? Nee, wa? Ich hab keins. Ja? Ja, ja. Sure. Mein Helm ist nämlich so gut wie durch, warum auch immer. Hier. Nice, danke. Ich reparier mal ganz schnell. Sag mal. Ja, Wölfe Richtung Stadt, wo wir hinrennen. Ich sehe keine. Die sind noch ein bisschen weiter weg, glaube ich. Man hört sie aber auf jeden Fall schon, also die sind auf jeden Fall schon heiß. Kann mal gucken, vielleicht greifen sie wen anders an. Ich gehe mal links rüber in den Wald. Ja. Naja, ich habe Tarkov gespielt. Nicht wirklich viel, 200-300 Stunden oder so. Aber war nicht so meins. Also ist schon ein geiles Game, definitiv. Aber nicht so sehr meins. War mir ein bisschen zu schwitzig, um ehrlich zu sein. Ich guck gerne zu. Ja, zugucken macht Spaß. Ist halt so ein Game, wo man durchgehend Muffensausen hat, dass man abgeknallt wird. Wenn man aus der Phase mal raus ist, dass man keine Angst mehr hat, sein Gear zu verlieren und so, dann macht das Game sicher richtig Spaß. Außer man trifft auf einen Cheater, was auch relativ wahrscheinlich ist. Ich weiß ja nicht, ob ihr das Video über den Wiggle gesehen habt. Aber da hat ein YouTuber mal aufgedeckt, wie viele Cheater es in Tarkov eigentlich gibt. Richtig übel. Es war irgendwie so, jedes zweite Game hatte einen Cheater oder so. Ja, es ist tatsächlich der Ort. Krass. Nice. Deine Kartenskills sind einfach unübertroffen, Alter. Alter, das ist ein Ruinenort. Spieler? Ah, Zombie. Huh, direkt vor mir rennt auf einmal rum. Er hat dich getriggert, er kommt zu dir, weiß ich. Du hast ihn getriggert. Ja. Er kam hier rein. Ich dachte gerade, hätte ich was gehört. Ich mag Ruinenorte nicht. Schwarzer Stift, nicht. Den nehme ich mal mit. Vielleicht können wir da mal auf der Map was einzeichnen. Ich bin in einer der Ruinen. Ich bin nach links gelaufen. Ich habe einen Ball gefunden. Damit können wir schon mal Bäume fällen. Das ging schnell. Sehr gut. Sollten aber schauen, dass wir noch einen Schleifstein oder so finden. Sonst reicht das eventuell nicht. Die DayZ-Götter wollen, dass wir eine Base bauen. Oh ja. Da ist noch ein Schuppen. Bis auf die Sache mit der ABC-Kapuze hatte ich in letzter Zeit eigentlich eh recht gut Glück in DayZ. Kann mich nicht beschweren. Eine Schaufel und eine Pickaxe, Alter. Die Pickaxe, nimm die mal mit. Die ist besser als eine Schaufel, die kann man reparieren im Schleifstein. Mhm. Okay, da muss ich jetzt triple carryen. Sind die Sounds echt so merkwürdig? Ich weiß nicht genau, welche Sounds gerade geht. Die Sounds in Tarkov sind saumäßig gut, wenn du mich fragst, falls es darum geht. Ich weiß es gerade ehrlich gesagt nicht. Ist somit, was die Sounds angeht, der krasseste Shooter auf jeden Fall. Ja, voll. Ja, man hört alles echt sehr, sehr deutlich, das stimmt schon. Auch sehr gewöhnungsbedürftig. Sonnenbrille. Okay. Mal schauen, wie gesagt, ein Schleifstein wäre noch nice oder eine zweite Axt, dann können wir wieder zurück. Kann sein, dass unser Base-Spot nicht mal so schlecht ist, weil hier kein Schwanz herkommt. Voll die scheiß Gegend an sich.
Das sind aber einige Metallschuppen. Das ist gut. Ja, ja. Und, oh, was ist das hier? Metallsäge, brauchen wir die? Nicht wirklich. Ich nehme sie erstmal mit, solange ich nichts anderes mehr finde. Auf manchen Servern kann man damit, glaube ich, raiden, aber ist eher die Seltenheit. Die Scheißhäuser müssen unbedingt looten, da ist der gute Chat versteckt. Dixie Glows. Plumps Glows sind es, keine Dixie Glows. Nennen sie mal Dixie Glow. Echt jetzt? Ihr habt mich gehört, wenn ich mich anschleiche. Ich hatte auch nicht zu hören, ihr Säcke. Ich will hier Stealths hören. Bist du so nah? Was? Bist du so nah? Was so nah? Bei mir wurde, als du dich gemeckert hast, wurde bei mir ein Zombie getriggert. Rennst du gerade bei einer gelben Garage? Ja, ja. Okay, gut, dann bist du das. Wo auch immer du bist. Der Ort ist größer als gedacht. Da unten geht's noch ganz schön weiter. Ich stehe hier gerade in so einem Schuppen und pack Zeug aus. Ich sehe dich. Oh, eine Batterie, nice. Apfelbäume hier? Nee. Ja, also ich glaube, wenn Tarkov mal das wird, was wir von Anfang an geplant haben, dass es ein Open-World-Game quasi wird, ne, dass alle Maps zusammen sind, dann könnte es eines der krassesten Shooter-Games ever sein. Ja. Oh, ich habe getriggert. Ich hat echt mal Zombie-Waffen, ne? Irgendwas geschaltet, das wäre mal cool. Ja. Kriege wahrscheinlich auch gleich ein. Ja, kommt der in die Richtung. Bist auf der anderen Seite der Straße, ne? Ja, ja, ja. Gut. Aber nicht durchs Fenster. Ist noch eine Hacke. Gasbrenner haben wir schon. Gasbrenner ist am Start, okay, nice. Ja. Hier ist ein Dreibein. Könnten wir brauchen, rennst wenn du? Wir in der Base. Rennst du? Ja, ja, ich renn. Okay. Ich bin direkt hinter dir, ich hab den Gasbrenner. Dreibein ist hier drin. Ja, ich, eigentlich brauchen wir es nicht, wir haben einen Gaskocher, ne? Was wollen wir dann mit dem Feuer? Ja. Lauter Getränke in den Gewächshäusern. Wer kann's nicht? Die klassischen Pepsi-Gewächse. Ist so. Eine Machete. Läufst du bei mir rum? Ja, ich laufe gerade auf der Wiese rum in deiner Seite. Ah, okay. Na gut, ich glaube, uns sind hier relativ durch. Es sind mega viele Tiere in der Gegend, ne? Wo hört man sie rumschneiden? Ja. Gelbe Garage da vorne. Haben wir die schon gecheckt? Eine Machete? Wo war deine Machete drin? Gute Frage, in irgendeinem Schopfen auf dem Boden, glaube ich, im Gras. Okay. Also nichts Neues und fertig sind es meistens auch nicht. Gerade was in der AAA-Games in den letzten Jahren abgeht, ist echt unter aller Sau, definitiv. Also, wahre Worte werden da gesprochen in diesem Chat. Ja, noch ein Brecheisen. Ich fange gar nicht an, drüber zu schwadronieren, was ich von AAA halte. Nichts Gutes, mehr brauche ich nicht sagen. Deswegen hadere ich auch gerade mit mir selbst, ob ich Days Gone mal ausprobieren will. Es soll an sich ein ganz gutes Spiel sein, aber ist halt AAA. Und alles, was AAA ist, fühlt sich irgendwie seelenlos an. Keine Ahnung. Ja. Okay, ich mach mich mal auf den Rückweg durch den Wald. Okay, ich hab hier. Wir haben das ganze Ding durchgelootet. Ich hab eine Tundra gefunden. Willst du sowas? Nice. Nö, ich hab meine Musi und meine. Dings. Okay, dich frag ich nicht mehr. Warte mal, hier liegt noch eine. Noch eine Tundra im selben Haus. Ja, okay, komm, dann nehme ich es mit. Was braucht ihr für Muni? 308er.
Brauch die Musi. 7, 62, 54, ich bring sie dir mit. Ja, nimm sie mal mit. Lieber wir als andere. So ist es. Da hinten ist ein Scheißhaus im Wald und ein Zombie bewacht's. Ah, du rennst grad dran vorbei. Ist das der Weg nach Hause? Straight nach Osten? Oh, Wölfe direkt vor mir. Ah, ich höre sie. Direkt vor. Ah, ja. Ich hab's in zwei Richtungen gehört irgendwie. Ich lauf grad Richtung Süden. Naja, ist leider immer so, die Early Access Games werden released mit so großen Erwartungen und Versprechungen und so. Und am Ende wird nicht mal die Hälfte davon umgesetzt. Mehrere Wölfe. Yep. Ja, hier sind sie. Bin hinten zu erschrecken. Jawoll. Okay. Zombies, verdammt. Ah, daneben, verdammt. Muss ich verbinden? So, haben wir wieder ein bisschen Lärm gemacht. Warte mal, kann man den. Da kommt noch einer. Zwei Stück. Ja, renn mal, nicht weiter schießen, wenn's geht. Da kommen sonst immer und immer wieder welche. Einfach mal rennen, wir nehmen die einfach mit, wir haben genug Ausdauer. Ja. Hier ist der Pfad, wir müssen nach links. Ah, voll, ich gehe nur rüber in den Wald. Yo, Benny, was geht? Kleinster Bro. Haut alle mal ein ordentliches Hallo für meinen allerkleinsten Bruder raus. Hallo. Hallo, Kleinster vom Wurf. Alter, von FIFA das gar nicht erst anfangen. Ganz ehrlich, wer heutzutage noch FIFA kauft, ist selber schuld, ey. Das heißt ja nicht mal FIFA, oder? Das heißt jetzt FC oder so. Die haben nicht mehr, die haben Lizenzen nicht mehr. Hey, Zombie. So, damit haben wir jetzt eine gute Fährte Richtung Base gelegt, falls uns jemand suchen will. Sehr gut, sehr schön. Wir wollten ja die Action. Wir werden dann wahrscheinlich beim Bauen überrascht, aber passt schon. Dying Light 1 war der Hammer, das habe ich im Koop mit meinem Bruder auch durchgespielt, war cool, aber Dying Light 2 fand ich richtig schwach. Habe ich nach 2 Stunden oder so aufgehört, konnte ich nicht spielen, war mir zu schlecht. Wovor ich so ein bisschen Angst habe, ist Elder Scrolls 6. Nicht nur, weil es von Bethesda kommt, sondern auch, weil Skyrim die Latte so hochgelegt hat, dass es schwierig wird, da noch höher zu kommen. Er redet über Elder Scrolls 6. Kannst du irgendwann 20-30 mal drüber nachdenken wahrscheinlich. Was kam davon bisher? Ein Teaser, wo nur der Titel zu sehen war, sonst nichts. Es gibt quasi noch gar nichts über das Spiel. Früher war es so, dass Spiele einfach rausgekommen sind und dann waren die da. War mal so, vor langer, langer Zeit. Das macht heutzutage nur noch Rockstar so, glaube ich. In einem Land vor unserer Zeit. Genau. In einer Zeit vor unserer Zeit. Da waren die Gummistiefel noch aus Holz und Fett wurde mit U geschrieben. Genau. War das mal. An die jüngere Generation, die es nicht weiß. Wir alten Knacker, wir kennen das noch. So, pass auf, ich werfe jetzt hier die Tundra ab, die ich dir mitgebracht habe. Keine Ahnung, ob du sie nutzen willst oder nicht. Jetzt liegt sie hier auf jeden Fall. Ich werde jetzt mal kurz Inventarmanagement machen. Na, und ich gehe los und hol Holz. Mit meinem Ball. Aber wir sollten am besten zu zweit dann Holz holen, wenn du fertig bist, weil man kann nur einen Stahl, ein Ding tragen und das dauert ewig. Okay. Also leider kann ich nicht das ganze Holz managen in Daisy wie sonst immer. Nee, ich komm gleich. In unserer Bro-Beziehung bin ich hier nämlich der Holzfäller. Also. In unserer Bro-Beziehung. Das passt. Ah, die La trage ich schon so lange nicht mehr und die ist total nutzlos. Wie alt ich bin, ich mag bald die große 3-0. Hat meine Frau gesagt. Ich selbst bin immer noch der Meinung, dass ich 26 bin, um ehrlich zu sein.
Lange nicht mehr drüber nachgedacht, wie alt ich bin. Habe ich 308er? Warte mal. Also ich habe nicht besonders viel, aber ein bisschen was kann ich dir, denke ich, geben. Ja, alles gut. Ich gucke jetzt erstmal, dass ich hier kurz alles ein bisschen zurechtschuster. Schuster mal, ich wollte Ist mal das hier? Holz. Ja. Die. Am besten Munition zu Munition. Das ist erstmal die erste Station. Regel Nummer 1 in DayZ: Ordne niemals dein Inventar. Du wirst es dem Gegner doch nicht leicht machen, wenn er dich lootet. Es muss ein richtiger Sauhaufen sein, wenn man die Taschen öffnet. Man darf gar nichts finden. Das kann ich nicht. Da bin ich Na, ich weiß schon, da ist deine Zwangsneurose zu stark. Gasbrenner werden wir nicht brauchen, oder? Könnte den Topf einmal reparieren, falls er kaputt ist, und dann weg damit. Den Rucksack leer, aber das passt doch da nicht rein. Ach, warte mal. Alter, Big Brain Move. Es passt einfach rein. Mein Rucksack ist hoch genug, was geht. Ja, Mann, Nice. Frankfurter Bub. Das bin ich ehrlich gesagt nicht Richtiger Pro. gewohnt. Die letzte Base habe ich auf dem Offi gebaut und da gibt es keine Rucksäcke, wo die Steine reinpassen. Deswegen bin ich jetzt mal davon ausgegangen, dass das hier auch der Fall ist. Aber let's go. Ich mache jetzt meinen Rucksack leer. Und hör mal auf den guten Mann. Dauert ein bisschen, weil ich so viel Kleinkram einstecken habe. Alles perfekt sortiert. Ich habe auch so viel Stuff, Alter. Ja, passt schon. Es wird jetzt dann alles weggelegt. So, hier machen wir dann alles zum Fixen rein. Krasser Move, Alter. Krasser Move. Habe ich jetzt das Beil noch? Ja. Nice. Eigentlich sollte ich die Bäume nicht komplett umhauen, aber ich scheiße einfach mal gepflegt drauf. Upp, dann Holz brauche ich nicht. Okay, das macht es so viel angenehmer. Jetzt kann ich drei Stämme auf einmal transportieren. Du hast ein Zaunset schon aufgestellt, oder? Für die andere Ja. Mauer. Das steht schon. Warte mal, eigentlich ist es schneller, wenn ich keinen dritten Stamm trage, oder? Hin und her sprinten ist viel schneller. Auf jeden Fall. Gibt doch irgendwo ein großes Da Magazin ist für die einfach ein Ente. Felsen mitten am Weg. Ja. Ich dachte, direkt irgendwas. So, ich mache hier einfach mal einen Haufen und dann regeln wir, dass wir genug haben. SSG haben wir nicht, weiß ich weg. Das ist Waffen. Granate kann dahin. Ich habe so viel Stuff, der so scheiße platziert ist, wo er überhaupt keinen Sinn macht. Hier haben wir noch Muni. Oh ja, stimmt. Talani hat einen noch größeren Rucksack. Ah, wenn du fertig bist, kannst du mal mit Holz holen. Bei dir passen vier Scheitel rein. Zack, der Bub. Kein Problem. Der Bub weiß Bescheid. Der Bub weiß Bescheid. Das erinnert mich an einen alten Arbeitskollegen von meinem Bruder. Den haben sie auch immer nur den Bub genannt. Okay, zu früh abgebrochen. Ich hab neulich mal gehört, dass der sie ständig neue Spieler dazu bekommt. Merkt man das auf den Servern, hatte irgendwie eher das Gefühl, dass wenn ich mal gespielt habe, das Game langsam stirbt. Also auf dem PC sind definitiv sehr, sehr viele Spieler am Start, wenn man die Serverliste mal durchcheckt. Allein auf Chernarus sind tausende Spieler am Start, also tot ist das Game definitiv nicht. Nee, Neue das Game ist noch Spieler, weit weg von tot. ich denke, neue Spieler kommen schon häufig dazu, allein schon wegen den YouTubern und so, ne? Es gibt in den letzten Jahren ein paar richtig große YouTuber auch. Und durch die alleine kommen sau viele Spieler dazu, schätze ich mal. Da schätzt du Vermute ich. richtig. Vermute ich einfach mal. Ohne jetzt die Statistiken auszupacken hier. Essen, das ist Base Stuff. Wo ist man?
Me. Ja, voll, ich könnte seinen Rucksack in die Hand nehmen, aber er könnte einfach mitmachen und auch Holz holen. Ja, ich komme sofort, ich muss erst Platz schaffen, dass ich auch maximal viel Zeug tragen kann. Keine Kritik, alles easy. Die Schnauzen jetzt hier. Ich hab nichts dagegen, das auch solo zu machen, habe ich ja sonst auch immer gemacht. Hättet mal sehen müssen, als wir Conan Exiles gespielt haben, holy shit. Er hat eine ultra krank riesige Burg gebaut und ich habe alle Mats dafür geholt. Ist so. Ich wusste, wie man baut, er wusste, mit was man baut. Ja, ich wusste, wie man Bäume kaputt schlägt. Ist so. Gut, das ist Fixing kommt. So, ich glaube, das reicht für die erste Mauer. Ich fange mal an, ein paar Bretter zu machen und so. Ja. Schaufel brauche ich als allererstes Mal, deine Hacke oder Spitzhacke oder was auch immer du hast. Wo bist denn du? Ich sitze hier in der Ecke. Ne, unten in der Ecke. Da. So, ich habe die Hacke hingeschmissen. So, die Muni haben wir jetzt alle beisammen. Die Nägel tun wir erstmal. Das bleibt erstmal da. So, das ist Base. Kommt dahin. Ich höre hier so meine Monologe. So, haben wir das. Dann muss ich einen Rahmen draus machen, glaube ich. Dann kann ich eine Tür draus machen. Da muss ich Bretter dran hängen. Bla 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 bla. Was sagt die Axt? Die ist immer noch makellos. Wie kann das Beil noch makellos sein? Ja, die haben das hier auf jeden Fall geändert. Normal wäre das niemals mehr makellos. Aber. Warte mal, die Säge? Hast du die wieder? Ja, ne? Ja. Weiß mal her, bitte. Bitteschön. Oh, du hast eine Raid-Säge gefunden? Ja, moin. Ja. Damit könnten wir schon, ich glaube, mit einer Raid-Säge kann man den Codelog aufknacken. Oder? Ja, doch, ich glaube schon. So, das sind Streichhölz. Das ist Utility. Utility tun wir mal hier rein. Das ist Medi. Wie viele Zuschauer sind gerade im Chat? Ich sehe es nicht. Würde mich aber ich mal interessieren. Auch nicht bei mir. Einer ist es ja mindestens, wenn der Bub weiß, was für einen Rucksack ich habe. Mindestens, ja. Mindestens der Bub ist am Start. Ja. Kann ich schon reindrücken, dann ist das weg. Als ich das letzte Mal geschaut habe, war es 30, was schon ultra krank ist. Für den ersten Stream, holy shit, Leute. Ah, man kann hier 20 Bretter stacken, cool. Oder warte mal, ist das normal? Könnte normal sein. So, dann tun wir das hier noch dazu. Wie viel hat man denn gebraucht? Waren es 16 oder 18? Ich bin mir nicht mehr sicher. Oder muss man die ganzen 20 voll machen? Ich weiß es nicht genau, ehrlich gesagt. Weiß es auch nicht, ich teste jetzt einfach, vielleicht reichen 16. Utility tun wir auch wieder dazu. 40 Zuschauer, ja moin Leute. Herzlichen Dank nochmal an alle, ne? Für alles. Herzlichen Dank für alles und jenes. Bei 50 Zuschauern sinkt der Time of my life. Jupp. War so ausgemacht. Ich sing Time of my life und Talani macht die Beatbox dazu. Genau. Time of my life Beatboxen, let's go. Also ich glaube, ich habe zu wenig Bretter, ne? Oder warte mal. Ja, ich bin so gut wie fertig. Was den Draht reinmachen, ich Idiot. Ah, nee. Ich bin schon wieder so verwirrt, hey, holy fuck. Ich muss jetzt normalerweise das Beil oder den Hammer nehmen. Ich sollte den Hammer lieber nehmen, bis das Beil nicht kaputt geht. Dann sollte ich doch eigentlich aufbauen können, oder? Ja, jetzt hat Baurahmen, genau. Okay, ich glaube, viel besser kann ich mein Inventar jetzt gar nicht sortieren. Das kann alles wie liegen bleiben. Mein Entfernungsmesser könnte ich mal die Batterie reintun, dass der auch funktioniert. Ja, Bub, das ist normal, ne? Wenn irgendein Game auf irgendeine Art und Weise gratis wird, dann kommt der ganze Abschaum rein. Völlig normal. Standard, ja. So, die Zange. Irgendwo muss die Zange auch liegen. Hier liegt sie. Müsste ich hier doch schon ein Tor bauen können. Let's go. Passt der Topf jetzt noch irgendwo rein? Ja. Nee, doch, wenn ich das drehe, passt das. Ja, Martin, ihr könnt euch, wenn ihr meinen Stream öfter schauen wollt, schon mal dran gewöhnen. Durch die Zeitverschiebung ist es für mich relativ schwierig, zu einer christlichen Zeit zu streamen. Deswegen werden das eher auch in Zukunft so ein bisschen die Nachtstreams werden wahrscheinlich. Ja. So, jetzt brauchen wir noch... Warte mal, brauche ich jetzt noch Bretter? Eigentlich nicht, ne? So, mit Triple Carry kann ich jetzt auch die Tundra mitnehmen.
Ja, ich habe auch Triple Carry, aber ich kann easy alles wegstecken wegen meinem Rucksack. Ja, ich nicht. Das Ding ist halt, ich schleppe seit Jahren die Lar mit mir rum, die überhaupt kein Magazin hat und keine Munition. Schmeiß weg, Alter. Was willst du damit? Du wirst eh nicht benutzen in den Kampf, also weg damit. Oder du lässt es in der Base. Ich, das kann, ich meine jetzt immer in der Base, lass es einfach hier. Ja, nehme ich einfach das Visier aber noch runter. Das hätte ich gerne. Okay, wir haben jetzt ein Tor. Warte mal, kann man das? Kann man alle Türen von innen betätigen? Nee, die Außentür leider nicht. Schade. Aber die kann ich so betätigen. Auch nicht. Oh Mann, okay, das war ein bisschen fail, wie ich das gebaut habe. Wenn ich jetzt so mache, dann so mache, dann so und das wieder schließe. Und dann hier, ja, und dann kann ich sie sicher öffnen und schließen. Lol, ey. Oh nein, Alter. Das ist so dumm. Okay, ich baue gleich meinen Codelock ran, auch wenn ich weiß, dass die andere Seite noch offen ist. Okay, wo habe ich das Passcode, also unser Passcode wird für alle im Chat, mal kurz die Augen zu und die uns. Ne, Spaß. Wir machen 1994, wie viel brauchen wir? Sechsstellig, ne? Ja. Machen wir 19944. Das ist bei mir 4. Im Chat. Bei mir im Stream hat man es gehört. Naja, alles gut, das kann euch jeder wissen, das passt schon, Leute. Kommt vorbei, wenn ihr euch was nehmt, lasst aber auch was dafür da, dann passt das schon. Also, ich irgendwie 199444 oder so ist der Code, ne? Merkt ihr das mal? Ja. Wann kommt das neue Arma? Das neue Arma kommt nicht vor nächsten Jahr und vielleicht kommt es nicht mal da. Ah, diese Dings hier. Wie heißt es jetzt? Was? Worum geht's? Claymore ist einfach so groß. Ja, die können wir jetzt dann auch da lassen, alles easy. Ich meine, wir sind da jetzt in der Base. Wir bauen jetzt dann Kisten und so. Und dann kannst du dein Zeug rausladen. Wirfst du dich dabei auf den Boden, es verschwindet nicht, solange wir hier sind. Guck mal, wie groß die Hand ist, Alter. Und in meinem Rucksack nimmt die einfach 12 Felder ein. Okay, Martin, mach mal, komm mal her, zeig mal, ob du das hier findest. Auf Anhieb, ist nicht so einfach. Was war das? Was soll ich schon, Talani? Sorry. Die Claymore ist einfach winzig in meiner Hand und in meinem Inventar nimmt sie 12 Slots ein. Ah, ja, schon. Ich guck grad, dass ich noch ein bisschen Stuff wegsortiere, dass ich dir beim Dingsen helfen mach kann. Mach deinen Rucksack auf jeden Fall mal leer, dann kannst du mal schnell Holz holen gehen, während ich hier den Rest aufbaue. Wo ist denn das Holz? Im Wald. Okay, dann droppe ich meine ganzen Base Stuff. Ball, mehr brauchst du eigentlich nicht. Mach deinen Rucksack leer, dann kannst du da 3-4 Stände. Nimm die Nägel mal ins Inventar, dass sie nicht despawnen. Ah, da despawnt nix, aber ja, okay. Safety first. Okay. Die Zange. Ich lass die Tundra reinlegen und tu die SVD auf den Rücken. Ah, ba, 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 ba. Frankfurter Bub, die Klima läuft, weil ich nicht in Deutschland lebe, sondern wo es warm ist. Habe ich die Säge jetzt noch? Irgendwie nicht. Wo habe ich sie denn hingeworfen? Okay. Wo ist denn das Holz? Ja, du musst es aus dem Wald holen, Alter. Bäume fällen. Ne? Achso. Dafür brauche ich das Beil. Das ist hier. Aber wo ist die Säge? Bin ich blöd? Habe ich sie doch? Nee. Hast du die Säge? Die liegt doch hier. Achso. Du standst drauf. Okay. Holzbrett herstellen. Ne, falls jemand echt Bock hat von euch, ne, kommt rein. Ich kann euch die Server-IP gerne teilen, dann könnt ihr hier mitspielen oder so, wenn ihr Bock habt. Warum nicht? Aber dann auch richtig mit Ingame reden und so. Wenn schon, dann schon. Ne, soweit ich... Also kann sein, dass wegen dieser Territorium-Mod, dass du recht hast, Bub, aber normalerweise, wenn man den Code hat, kann man öffnen, ne? Soweit ich weiß. Ja. Brennholz kann man nicht zu Brettern verarbeiten, oder? Ne, wir brauchen richtige Stämme. Okay. Komm mal auch raus und bring dann zwei mit. Wo auch immer du hin bist, bist du nach rechts? Ich bin nach Osten. Osten, am Weg. Osten, ah, da hinten, okay. Okay.
Also ich glaube, wir haben hier ein ziemlich isoliertes Fleckchen gefunden. Ja, ist ganz gut. Wird Thema nicht geradet werden, ist es ganz gut. Aber ob wir von hier aus gemütlich um die Map kommen, ist auch eine Frage. Na, gute Frage, ne? Ich meine, wir bräuchten halt ein Auto früher oder später, wäre ein Bahnhof echt nicht verkehrt. Ja. Oder so ein Motorrad wäre cool. Falls es das hier gibt, keine Ahnung. So, ja, du bringst mir das Holz dann, oder? Ich fange schon mal an zu sägen. Ja, ja. Please read our server rules before you start playing. Nein. Ich hab das gemacht. Hier wird nicht gelesen. Lesen ist was für Schüler und Leser. Frauen. Nee, hab ich nicht gesagt. Sorry an alle Frauen. Heutzutage muss man echt vorsichtig sein. Da darf man nicht einfach irgendwas über Frauen sagen. Ja, das habe ich mit der Zeitverschiebung mir gedacht. Kannst du das eine Wort nicht lesen? Warte. Pup, 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 pup. Muss man ein bisschen cheaten in den Chat jetzt. Ich sag Malta wegen Casino. Ja, ich bin nur wegen Casino-Stuff nach Malta gekommen. Ich weiß nicht mal, dass Malta für Casinos bekannt ist. Ja, ja, Martin, ist geplant. Also ist noch nicht geplant, aber habe ich auf jeden Fall mal vor, so ein Event zu machen. Wo wir einfach am besten alle zusammen auf einen leeren Server oder so gehen. Mit einer neuen Map. Und mal gucken, ob wir den Mapmacher dazu bringen oder ob es ihm auffällt, dass sein Server auf einmal voll ist und solche Sachen. Will ich schon mal ausprobieren. Warte mal, bevor ich die Nägel raushole, da drüben sind auch noch welche drin. 34, die reichen genau nicht, ne? Ich glaube, man braucht 36 oder so. Oh, einfach alle rein. Nee, ich wohne nicht in Malta, ich wohne in Südamerika. Und mit Glücksspiel habe ich nichts am Hut. Ist mir ehrlich gesagt ein bisschen zu dämlich. Geld. Oh, nicht demontieren, was mache ich? Geld ausgeben für nix und wieder nix. Ganz ehrlich, kaufe ich mir lieber einen neuen PC oder so. Man könnte natürlich auch einen vollen Server oder so raiden und da den Leuten das Leben zur Hölle machen. Wäre bestimmt auch witzig. Aber wie gesagt, da fällt uns schon was ein. Erstmal ein bisschen eine kleine Community aufbauen, dass wir sowas machen können. Und dann gehen wir mal auf so einen 100-Mann-Server mit 100 Mann und schauen mal, was abgeht. Ich hatte schon immer mal vor, so eine riesige Clan-Base zu stürmen, einfach nur mit roher Manpower. Ohne Waffen, einfach nur mit so vielen Leuten. Lifestyle haben wir nicht, ne? Nee, leider nicht. Die Axt ist auch schon beschädigt, seit zwei Bäumen. Vor lauter Gelaber mache ich wieder nur Unsinn hier. Beschädigt ist noch nicht, ist dann kommt demoliert und dann kommt ruiniert, ne? Naja, beschädigt ist noch alles easy. Okay. Also hier ist jetzt zu, ne? Hier kommst du nicht mehr rein. Dicht, Alter, dicht. Einmal außenrum, bitte. Kann ja auch gar nicht werfen. Es geht nicht mal mehr in Scum, leider. Die coolste, die einzige richtig coole Funktion in Scum haben sie rausgemacht. Stämme in Gesichter werfen. Voll Spaß gemacht. Hat mega Spaß gemacht, ich schwör's dir, das war das Lustigste in dem ganzen Game. Ja. Ja, unsere Base ist jetzt dicht, by the way. Wir haben jetzt eine Base. Hast du eigentlich noch die Sneaker an? Nee, aber die sind hier im Auto vor unserer Base. Eben. Da frage ich. Und die Stiefel, die ich habe, jetzt sind sie beschädigt. Als ich das letzte Mal geschaut habe, waren sie noch makellos. Hat ewig gedauert, bis sie kaputt ging. Ich denke, es sollte reichen an Stämmen, oder? Wir brauchen gar nichts mehr, wir sind fertig. Oh, okay. Sorry, hätte ich früher sagen können. Ich meine, wir könnten... Wie viele Nägel? Ja, okay, die Nägel reichen nicht, um den richtigen Airlock noch zu bauen. Wir bräuchten noch eine Nägelpackung, dann könnten wir hier noch einen Airlock hinklatschen. Was wird noch gespielt außer DayZ? Also auf jeden Fall bin ich für alles offen, was irgendwie und irgendwo mit Survival zu tun hat. Ich spiele auf jeden Fall momentan ein bisschen Scum nebenbei. Habe ich gestern mal wieder angefangen oder vorgestern, glaube ich. Ja, ansonsten alles mal so ein bisschen testen. Auf jeden Fall Arma 4, wenn es irgendwann mal kommt. Stalker 2 will ich unbedingt testen, dauert aber auch noch ein paar Monate.
Ja, mach gerne Vorschläge, wenn du irgendein cooles Spiel kennst, das ich nicht kenne. Immer her damit. Ich glaube zwar nicht, dass das der Fall ist, aber immer her damit. Ich teste alles. Was liegt da drüben? Da liegt Munition. Da liegt Mosin-Muni, glaube ich. Kooperation von Steak oder so. Ist Steak eine Person oder was meinst du damit? Oh, hier liegt 308er für deine Tundra, schau mal. Nice. Okay. Ich bring's nicht über Herz, die Lache hier liegen zu lassen, ne? Ich schaff's einfach nicht. Und die tun wir in die Kiste dann rein. Gibt's hier eigentlich Schränke? Schon, oder? Kann man hier Schränke finden für die Base? So in Kisten, weißt du schon? Die man dann so aufbauen kann, das dann weiß hat man ich nicht. Richtigen Spin. Auf anderen Server habe ich Kühlschränke und alles gefunden. Ja, voll. Sowas müsste es hier. Ich glaube, das gibt es ja auch nur ziemlich selten. Aber ich bin nicht 100% sicher. Nur mal so zur Info: Wir müssen hier aufpassen, falls wir mal belagert werden. Ne? Man kann hier easy reinschießen neben den Türen. Da sind überall fette Spalten. Also okay. Vorsichtig sein, wenn wir bekannt werden. Sonst wird man da weggeknallt. Eine Cooperation von Steak. Das musst du mir erklären. Ich habe keinen Plan, was du damit meinst. Ach ja, ich baue mal noch eine Kiste für Kleingram. Wenigstens eine. Wie ging eine Kiste noch gleich? Ich glaube 10 Bretter und ein paar Nägel oder so. Ein paar mehr Nägel als man denkt. Die Säge ist demoliert. Aber egal, ich brauche sie einfach auf. Scheiß drauf. So, waren es 8 Bretter? Ich bin mir echt nicht mehr sicher. Nägel, da habe ich die Nägel. Herstellen. Wir können größere Sachen bauen. Wir müssen nicht den Babyshirt bauen. Nice. Dank. Vor allem drück mal B. Da kriegst du ja noch Crafting-Rezepte. Base-Building, Storage. Rucksäcke? Achso, ja, okay. Das sind die Vanilla-Sachen. Hauptsächlich. Storage. Craft Wooden Crate, das ist die normale. Ich kann eine bessere bauen als die normale auf jeden Fall. Okay. Eine Craft BD Wooden Crate, das ist so eine bisschen größere, glaube ich. Hoffe ich zumindest. Ich glaube, in dem Buch sind einfach nur die Rezepte, die von Vanilla auch da sind. Ja. Also generell alle Rezepte. Aber ja. Hier, schau mal. Das ist doch. Nice. Obwohl, die ist genauso klein. Fuck, die hat auch nur 50 Plätze, ist quasi dieselbe, nur in grün. Ja, okay. Aber wie viel Nägel hat es gekostet? Ah, wir können einen Haufen Kisten bauen, wenn wir wollen. Ich habe noch 50 Nägel. Sehr gut. Platziere die mal irgendwo hier oben. Einfach mal so. Schön schief. Schief ist modern. Ja, lad ruhig dein Stuff da schon mal rein. Yep. Da, ob ich noch mehr bauen kann. Ja, easy. Du hast so viele Dinger geholt. Ich kann so lange bauen, bis die Säge bricht. Die M16 ist meine einzige Midrange-Waffe, ne? Ich hab einen Haufen Muni dafür, ne? Ja. Weißt du. Ich hab gerne ein Visier drauf, oder? Oh ne, ich glaube, die Muni habe ich vorhin mit meinem Topf zurückgelassen. Ich hab die La reingetan, die Kiste ist so gut wie voll. Ah, schon. Ach, na gut, ich trenne mich davon, komm. Es hilft ja nichts. Batterie raus. Chernobyl Light und Green Hell. Also Green Hell besitze ich und habe ich auch schon gespielt, aber war mir irgendwie ein bisschen zu langweilig, keine Ahnung. Ist zwar richtig cooles Survival-Game an sich, realistisch und so, aber irgendwie. Dann baust du jetzt noch eine Kiste, ne? Naja, mach ich. Chernobyl Light kenne ich vom Namen her auch, weiß aber gerade nicht, was das genau ist. Ist es nicht dieser Stalker-Klon? So, ja, ich glaube schon. Ich hatte mal was gelesen davon. Ich glaube, ich habe es mir mal angeschaut. Hat eine normale Kiste auch nur 50 Plätze? Ich glaube schon, ne? Bin mir sicher, keine Ahnung. Ah, ich glaube schon. Ich weiß nicht. Schon fast 4 Stunden am Streamen, nicht schlecht, nicht schlecht. Wissen eigentlich, wenn ich ihn besser werf. Warum dauert denn das hier gerade so lange? What the fuck? Hat es gerade schon so lange gedauert? Nee. Ich glaube nicht, oder? Ach so. Ach du. Ah, Steak. Das Casino, das Online-Casino. Ja, klar. Ja, voll. Wenn man kein Gewissen hat und so, kann man sich schon von solchen Leuten sponsern lassen. Warum nicht, ne? Glücksspiel ist ja auch überhaupt nicht schädlich. Zerstört gar nicht ganze Existenzen und Familien. Quatsch. Warte mal. Ich habe ein Roof-Kit gebaut aus Versehen. Ich sollte weniger labern, Alter. Holy shit.
Mach Kannst du nur es dismanteln oder? Ne, wir heben es einfach auf für unsere für unseren Airlock. Ich glaube, ich habe genug Bretter noch, oder? Obwohl, reichen die? Ich weiß nicht, ob die Nägel jetzt noch reichen. Fuck, jetzt. Zwei Bretter fehlen. Haben wir noch einen Stamm? Nee, ne? Müssen wir noch schnell einen Stamm holen, wenn es geht. Ja, mach ich. Wenn ich weiß, wo ich die Axt hingetan habe. Ich hab sie nicht. Da ist sie. Ja, da, danke Gott, Gottsprat. kam leider ein bisschen zu spät, ich hab's nicht gecheckt. Hab mich nur drüber gewundert, warum es so lange dauert. Ark und The Long Dark habe ich schon lange, lange auf dem Schirm und wollte ich echt schon oft anfangen zu spielen, aber irgendwie kommt dann immer was Multiplayer-mäßiges dazwischen und wenn ich die Wahl habe, spiele ich immer lieber Multiplayer, ne? Mit Freunden macht es einfach mehr richtig, Spaß. Ist richtig schwer. Ja, schon, ein geiles Survival-Game. Also ich könnte hier direkt so ein Dach sogar hinbauen. Könnte ich das aber schweben lassen? Ja man, ich könnte ein schwebendes Dach bauen, ist ja... Hab ich's jetzt schon gebaut? Ja moin. Kacke, das war jetzt... Ich dachte nicht, dass es schnell geht. Jetzt muss ich jetzt wieder irgendwie dismanteln. Jetzt haben wir hier ein Schwebedach, obwohl es gar nicht so schlecht ist, kann man von hier oben runterschießen. Okay, es fängt ja gerade bei uns an zu regnen, also Leute, falls das Stream einfach ausgeht, wundert euch bitte nicht. Ich lebe hier mitten im Wald. Könnte sein, dass mein Strom ausfällt. Fuck, ich glaube, ging das nicht mehr dismantelt hier. Jetzt haben wir hier eine schwebende Plattform. Okay. Oder muss ich vielleicht die Spitzhacke nehmen? Ark habe ich schon lange nicht mehr drüber nachgedacht, um ehrlich zu sein. Hab mir nicht mehr so zugesagt, seit es so spacey wurde mit den DLCs und so. Ark 2 könnte ich vielleicht mal ausprobieren. Nee, ich glaube nicht, dass wir das Dach hier wieder wegbekommen. Aber ist gar nicht so schlimm, weil ich hatte eh vor, hier ein ganzes Stockwerk quasi zu bauen irgendwann, dass wir hier quasi, weiß schon, noch einen Boden reinbauen. Ja. Okay, bitteschön. Danke, Anke. Nee, Bob, ich halte nicht viel vom Glücksspiel. Kommt immer so unscheinbar rüber, aber wie gesagt, wenn man mal jemanden kennengelernt hat, der wirklich süchtig nach dem Scheiß ist, das ist kein Spaß, ey, wirklich nicht. Die würden ihr letztes, die würden ihr eigenes Kind verkaufen, um nochmal eine Mark oder zwei in den Scheißautomaten zu werfen. Warte mal, mir ist gerade was aufgefallen. Wenn ich diese Kiste crafte, steht, das ist die Wooden Crate 1. Wahrscheinlich könnte ich mit mehr Nägeln oder Brettern auch eine Zweier bauen. Eine größere. Aber jetzt haben wir es schon gewastet, also baue ich noch eine kleine. Naja, ist schon gut, dass auch im Gaming-Bereich das mit den Lootboxen und so mal ein bisschen reguliert wird. Muss echt nicht sein, dass Kindern so ein Scheißdreck beigebracht wird, ey. Und auch gut, dass dieser Lootbox-Trend langsam aber sicher wieder ein bisschen abgeschwächt. Ist nicht mehr so übel, wie es mal vor ein paar Jahren war. Als das alles angefangen hat. So, dann lade ich auch mal ein bisschen Stuff raus. Ich habe ja so eine Kassette, keine Ahnung, ob wir die jemals für irgendwas brauchen. Ein Schimmer, oder? Auch nicht. So, hier liegt mein ganzer Stuff aus dem Rucksack. Ja man, dann haben wir heute sogar noch was erreicht. Leider gab es keinen einzigen Spielerkontakt, als ob wir auf einem fucking leeren Server wären. Aber das ist wohl Bahnhof zu verschulden. Bahnhof. Die Map ist einfach groß mit so viel Wald, deswegen ist es hier ab und zu echt schwer, Spieler zu finden. Okay, er müllt da gleich alles zu, sehr gut. Warte mal, wenn hier noch ein bisschen Platz ist, mache ich mal den hier. Die Säge sollten wir aufheben, falls wir einen Schleifstein finden. Die Sets zerlege ich, dass wir die Seile einzeln haben. Ich kann die hier nirgendwo reintun. Oh, irgendwas stimmt nicht mit den Kisten. Was denn? Ich schmeiß mal das Zeug hier hin. Wahrscheinlich, weil ich gerade Zeug mache, deswegen kannst du nichts reintun. Guck mal, ich schmeiß mal das Zeug hier hin, dann kannst du das reintun. Das war so ziemlich alles, was ich an Base-Zeug bei mir habe. Drei Seile brauchen wir auf jeden Fall nicht. Die Kassette hau ich auch weg. Zwei Hämmer brauchen wir auch nicht. Ist der eine beschädigt? Nee.
Zwei Hämmer weg. Eigentlich brauchen wir nur ein Seil in der Base, muss eigentlich reichen. Zwei Zangen brauchen wir auch nicht. Wir müssen Blatt sparen gerade, den Draht sollten wir aufheben. Aus der Flasche kannst du einen Schalli bauen, wir haben Panzertape. Ja, es fängt gerade ordentlich an zu regnen. Sorry, wenn ihr das im Hintergrund jetzt bei mir hört. Okay, ja, hier ist ein Slot-Buggy in der Kiste, man kann hier nichts reintun. Okay, hast du noch Panzertape? Yo Martin, gute Nacht. Vielen Dank fürs Reinschauen, ne? Bis zum nächsten Mal vielleicht. Ja, ich hab Panzertape hier. Okay. Aber macht Spaß. Hat mich auf jeden Fall überzeugt heute, dass ich öfter streamen will. Aber natürlich nicht nur streamen. Ich möchte auch unbedingt Videos weitermachen, weil es auch sehr viel Spaß macht. Was ist denn besser, die Tundra oder die VST als Sniper? Wahrscheinlich die VST, oder? VST, Digga. Hat von, also die Wucht der Munition ist fast dieselbe mit dem Mosin Muni. Und du hast 10 Schuss volle Halbauto, also was will man mehr, what the fuck? Und macht ja keinen Sinn, dass ich die Mosin noch dabei habe, oder? Du hast eine Schiene, du kannst fast jedes Scope da drauf packen. Nee, die Mosin kannst weghauen. Also musst du nicht wirklich aufheben. Eine SVD ist so ein Nonplusultra, was Vanilla Loot angeht, finde ich. Ist schon eine heftige Sniper. Ja, wenn ihr im Hintergrund das Rauschen hört, dann liegt es an meinem extrem dünnen Dach und dem tropischen Regen. Der momentan übrigens noch Nieselregen ist, also wenn es richtig anfängt zu regnen, dann versteht ihr mich nicht mehr. Und wie gesagt, gut möglich, dass einfach mal außen nichts der Strom hier weg ist kurz, dann ist das Stream aus, ne? Wundert euch nicht. Ich mach's nicht aus Hass. So. Weißt was? Schau mal her, mein Sohn. Für dich gibt's jetzt eine leckere Fanta und der Papa trinkt ein Bier. Wir stoßen jetzt an auf unsere neue Base. Ja, Mann. Prost. Wir geben uns gegenseitig zu trinken, komm. Okay. Lass dir schmecken. Aber warte mal, jetzt hast du das Bier gekriegt. Eigentlich war das für den Großen gedacht. Jetzt hab ich dich ausgedrückt. Ja, Mann. Hat er sich das Bier gegönnt, der kleine Schlawiner. So, wie viel haben wir denn? Ja, ich würde sagen, so langsam Feierabend, oder? Naja, wir haben jetzt, denke ich, ein ganz gutes Ziel erreicht hier. Die Raid-Säge sollten wir hier nicht liegen lassen, auf jeden Fall. Die stecke ich mal ein. Ja. Ja, ich denke auch. Dann haben wir hier alles, was das Herz begehrt. Okay. Jo, ja, genau. Dann schaue ich mal ganz kurz, wie viele Leute noch da sind. Das Bild hängt sich mal kurz auf, nicht wundern. Ah, nicht Google-Konto, geh weg. 37 Leute, holy shit, Leute. Holy fucking shit, hätte ich nicht damit gerechnet. Ich dachte so, wenn wir 10 Leute überhaupt schaffen heute, wäre das ein Riesenerfolg. Aber durchgehend an die 40 Leute, what the fuck. Schon richtig geil, ja. Echter Oberhammer. Dann bedanke ich mich nochmal, weil ich nicht weiß, ob ich mich schon oft genug bedankt habe. Und nochmal danke an alle neuen Kanalmitglieder. Danke für die Spenden. Danke fürs Dasein, uns schreiben, uns zuschauen. Danke Talani fürs Mitspielen. Gerne, gerne. Immer. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Eine freundschaftliche Schelle für die Freunde. Okay, Leute, dann macht's gut. Wir sehen uns beim nächsten Mal, ne? Wiederschauen, reingehauen, peace out. Okay, ich habe den Stream schon auf AFK gestellt, aber Leute, jetzt habt ihr was verpasst. Er hat versucht, mich mit einer Stun Grenade abzuwerfen. Und
So gut hat's funktioniert. Mal wieder ein gutes Beispiel für die Granaten. Holy shit. Hat's funktioniert? Ja, bei dir schon. Bei mir nicht. Oh shit. Hast mich zum Schwitzen gebracht vor lauter Lachen. Musste doch nicht sein. Ja, wirf ruhig, komm, wirf ruhig. Dann nimmst du Splittergranate. Da habe ich jetzt keinen Bock drauf eigentlich. Nee, nicht wirklich. Muss nicht sein. Okay, jetzt aber. Okay, jetzt aber. Leute, wir sehen uns beim nächsten Mal. Wiederschauen, reingehauen, peace. Und lasst auch bitte ein Abo bei Talani da. Wir müssen ihn in den YouTube-Sog saugen. In der Beschreibung unter dem Stream steht ein Link. Da könnt ihr seinen Kanal finden. Dann können wir beim nächsten Mal vielleicht auch so einen Zwei-Perspektiven-Stream machen, dass ihr beide gleichzeitig sehen könnt und so, falls ihr da Bock drauf habt. Klingt interessant auf jeden Fall. Ja. So, das war jetzt eine lang genug Verabschiedung. Ich bin raus. Bis zum nächsten Mal, Leute. Peace. Ich auch. Jo, ciao, ciao.